Distel ist zur Volksdroge aufgestiegen. Unter den Konsumenten sind mittlerweile Politiker, Eltern, Berufstätige, Studenten und Schüler. Eine von ihnen ist Chantal. 3 Jahre hat die Schülerin Crystal konsumiert. Es ist eine Scheißdroge auf jeden Fall. Die zerstört auf jeden Fall viel in deiner Welt. Meine Familie, mein Körper, das Verhältnis zu meiner Familie auf jeden Fall. Fast meine Zukunft. Die 17-Jährige wächst in Altenburg bei Leipzig auf, mit einem älteren Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter. Oh, da hast du doch auch schon kräftig konsumiert. Das ist ja die Zeit gewesen, wo ich das erste Mal mitbekommen habe, richtig. Chantals Mutter Jenny ist Sekretärin, arbeitet viel, zu viel, so denkt sie heute. Ich weiß wohl, dass ich nicht zu 100%ig schuld bin, dass meine Tochter in diese Crystal-Szene abgerutscht ist. Aber ich habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen, indem ich halt viel arbeiten war. Also den Vorwurf, den mache ich mir schon. Mein Bruder und ich, wir waren halt oft alleine. Und da habe ich dann halt immer mein Ding gemacht. Und da habe ich dann halt immer Leute zu mir eingeladen. Und dann habe ich schon das erste Mal gekifft mit denen. Das fand ich relativ lustig. Und habe dann halt immer weiter gekifft. Damals ist Chantal 12. Ich bin da auch von mir ausgegangen. Meine Mutti hat mir verboten, oh, rauche ja nicht. Und dann hat man es erst recht gemacht. So, und ich habe halt zu meiner Tochter gesagt, versuch's, aber nicht permanent. Wenn das mal passiert, dass du ein Tütchen rauchst, okay, kann ich nichts machen. Weil ich zu diesem Zeitpunkt null gedacht habe, dass es eine Einstiegsdroge sein könnte. So, mittlerweile denke ich anders. Als Chantal 13 ist, bietet ihr Freund ihr Crystal an. Aus Neugier probiert sie und wird sofort süchtig. Irgendwann war es halt dann so, dass ich mir gedacht habe, so, ich kann sie jetzt öfters machen und so. War dann auch mit Crystal auf der Schule, also mit Crystal in der Schule auf Crystal. Und habe es dann auch auf Toilette konsumiert in der Schulzeit. Und bin dann auch zeitweise, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Schule hatte, losgemacht einfach im Unterricht. Es ist bei uns in der Stadt allgemein bekannt, dass da Crystal konsumiert wird, gerade unter den Jugendlichen. Und habe sie dann gefragt, ob sie konsumiert, und sie hat das natürlich verneint. Das ging über Wochen, Monate hinweg so. Na, und als ich mir dann ganz sicher war, habe ich sie dann quasi zur Rede auch gestellt. Sie hat zugegeben, dass sie Crystal konsumiert, wollte es aber für sich selber nicht wahrhaben, dass es süchtig ist. Die Einstiegsdosis liegt bei 100 Milligramm. So geht es auch bei Chantal los. Pro Gramm zahlt sie bis zu 80 Euro. Am Anfang reicht ihr das für eine Woche. Bald braucht die ehemalige Schulsprecherin diese Menge täglich. Aber warum? Was macht Crystal mit dem Körper? Zu Beginn wirkt es wie ein Energieschock. Es unterdrückt das Schmerzempfinden, das Hunger-, Durst- und Schlafbedürfnis. Die Konsumenten sind tagelang wach. Es ist eine Substanz, die im Gehirn in relativ kurzer Zeit massiv Dopamin, Noradrenalin, Serotonin freisetzt. Dopamin ist ja als allgemeines Glückshormon bekannt. Auch das Serotonin macht ja eher ein wohliges Gefühl. Crystal ist höchst wirksam. Das Problem? Je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Klassische Spätfolgen von Crystal-Abhängigkeit ist die massive Akne, das heißt die massive Zerstörung der Haut mit schweren Schäden am Zahn, im gesamten Zahn- und Mundbereich, mit Parodontose, Ausfall von Zähnen. Wenn man nach unten weitergeht, kommen dann Herzschädigungen, es kommen Leberschäden, es kommen Nierenschäden, gerade Nierenschäden mit späterer Krebsfolge. Also viele dieser Patienten sterben später dann auch an Krebs. Die Bewegungsstörungen, Koordinationsstörungen, unsicherer Stand, das sind sozusagen die körperlichen Schäden. Hinzu kommen Depressionen, Psychosen, Halluzinationen. Besonders im Gehirn richtet Crystal massive Schäden an. Unser Problem bei Methamphetamin-Usern ist, dass das Gehirn irreparable Schäden erleidet. Wir haben hier eine Funktionsaufnahme, das heißt Sauerstoffverwertungsaufnahme des Gehirnes von einem Methamphetamin-Benutzer und einem normalen Menschen. Was wir sehr schnell sehen, der normale Mensch hat hier sehr viel Aktivität in den Teilen des Gehirns, die die Bewegung organisieren.
Das ist hier einen Monat nach der Entzugsbehandlung nahezu komplett weg. Und auch hier nach einem Jahr wird es nur teilweise repariert. Und damit haben wir es eigentlich schon mit Dauerschäden zu tun. Chantal bekommt die Folgen zu spüren. Sie leidet unter Verfolgungswahn, verliert Gewicht und immer öfter die Kontrolle über sich. Es war tatsächlich so, dass ich vor meiner Tochter Angst hatte. Und wenn sie sozusagen drauf war, hat sie sich vor mir aufgebaut und ist halt auch richtig der aggressive Blick, der aggressive Ton, die Gestik ging richtig aggressiv. Es war eine Scheißzeit, es war eine absolute Scheißzeit. Ich habe richtig Angst um meine Tochter gehabt, dass sie irgendwann das so außer Kontrolle gerät, dass sie irgendwo an den Plätzen da, wo die konsumiert oder bei irgendwelchen Freunden oder Kumpels, wo sie da gerade wieder war, dass sie da stirbt, dass sie, also Entschuldigung, ich muss das jetzt so sagen, dass sie da elendig verreckt. Jenny sucht Hilfe, wendet sich an verschiedene Stellen, auch ans Jugendamt. Ihr Ziel, sie möchte, dass ihre minderjährige Tochter zwangseingewiesen wird und endlich eine Therapie macht. Da wurde mir vom Jugendamt als auch vom Familienrichter dieser Stadt mitgeteilt, dass Kinder und Jugendliche, die Christel konsumieren, halt nur zwangseingewiesen werden in die Therapie, wenn sie für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hallo Christel, jeder weiß um die Gefahr, was Christel, was die Droge mit den Menschen macht und dass sie halt auch bis zum Tod führen kann. Weil sie wie Jenny hilflos sind und Unterstützung suchen, treffen sich in Altenburg regelmäßig besorgte Eltern von Crystal-Süchtigen. Der Sohn von Uwe hat mit 15 angefangen. Seit 20 Jahren ist er nun schon abhängig. Wenn ich auch in Freundeskreisen bin, die sagen dann auch immer, na, ihr habt doch bestimmt irgendwas in der Erziehung falsch gemacht, irgendwas ist da schiefgelaufen oder so. Aber das sehe ich nicht so. Wir haben zwei Kinder und das eine Kind ist ganz normal und hat eine ganz normale Ausbildung, ist gut in der Arbeit, hat eine ordentliche Familie aufgebaut, lebt ein ganz normales Stino-Leben ohne Auffälligkeiten und mit vielen Interessen. Und der andere ist aus dem gleichen Elternhaus, kommt mit den gleichen Voraussetzungen und aus dem ist so viel geworden, dass er... Zeigen wir die Eltern, die alles richtig machen. Ja, ja. Christas Sohn konsumiert seit 18 Jahren. 3 Jahre war er schon clean, bis er im vergangenen Jahr wieder rückfällig wurde. Ja, also meinem Sohn kann ich wahrscheinlich nicht mehr helfen. Der ist so geschädigt und so. Ich habe das Gefühl, dass der auch schon selbst nicht mehr dran glaubt, dass er es irgendwie schafft. Angefangen hat er, wo er 15 war, knapp 16. Na, die Motivation war, dass er gesehen hat bei anderen, dass die wahnsinnig abgenommen hatten, seine Freunde. Und er hatte ja eigentlich, war ja mal im Fitnessstudio. Und hat eines Tages zu mir gesagt, Fitnessstudio kannst du abmelden, brauche ich nicht mehr, hab was Besseres gefunden. Das war Christel. Und das hat er eben konsumiert und dann hat er innerhalb von, also Vierteljahr, 4 Monate, 35 bis 40 Kilo abgenommen. Und jetzt hat er natürlich die Angst, dass er das wieder drauf kriegt, diese 35 bis 40 Kilo. Und aus diesem Grund hat er gesagt, er wird ein Leben lang Christel konsumieren. Kriminell geworden, ordentlich kriminell. Und jetzt ist er 17 und hat jetzt nur noch eine Option, Therapie oder Gefängnis. Altenburg steht für viele Städte in Grenznähe gen Osten. Die Zahl derer, die sich wegen Crystal in Behandlung begeben, ist in der thüringischen Kreisstadt innerhalb von 5 Jahren um 600% gestiegen. Betroffen sind alle sozialen Schichten. Das sind wirklich viele und man erkennt sie halt auch. Egal wo man ist, ist man in Altenburg in Markt, auf Marktseite, laufen sie rum. Ist man hier, laufen sie rum, fährt man selber mit dem Auto, man erkennt sie einfach auf der Straße. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, wie gesagt, aufgrund dieses auffälligen Ganges, die sind ja alles eigentlich nur noch wandelnde Leichen, Zombies. Anders kann man die jetzt nicht mehr nennen. Und das ist hier so extrem verbreitet. Ja, Fakt ist, hier muss durchgegriffen werden. Bei Mutter Jenny reichen irgendwann die Kräfte nicht mehr aus. Sie stellt Chantal ein Ultimatum. Therapie oder Rausschmiss. Die damals 16-Jährige entscheidet sich gegen die Therapie. Es fällt natürlich nicht leicht, das eigene Kind vor die Tür zu setzen. Ich habe mich auch leer gefühlt. Ich habe versucht, eine Hilfe zu holen und das hat nicht geklappt. Und ich habe in erster Linie natürlich mit meiner Tochter gesprochen und das hat nicht geklappt. Und ich war dann leer. Ich war dann einfach leer.
Frauen und vor allem Mädchen, die Crystal konsumieren, das ist ein erschreckender Trend, warnt Helmut Bunde von der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren. Bei Crystal stellen wir fest, dass der Anteil der Frauen, die in Behandlung sind, höher ist als sonst bei den Drogen. Wir haben bei Crystal 35% Frauenanteil. Bei anderen Substanzen, Cannabis, sind wir bei unter 20% und bei Alkohol bei 20%. Man sieht es auch in der Grafik. Das Rote sind die Frauen, das Blaue die Männer. Und wir haben bei Crystal so ein Durchschnittsalter in der Behandlung von 25,6 Jahren. Und es fällt auch auf, dass bei den unter 20-Jährigen der Anteil Frauen und Männer gleich hoch ist. Wenn wir das uns im Detail angucken, sehen wir, dass es bei den unter 14-Jährigen ganz krass ist. Da sind mehr Mädchen, die abhängig und in Behandlung sind, als Jungs. Ein Grund dafür sei die besondere Lebensphase der Pubertät. Dort geht es ja darum, auch was auszuprobieren, sodass auf der einen Seite die Verlockung von Crystal, unter anderem auch bei den Mädchen, dass ein Mittel ist, wo ich schlanker werde, mein Hungerbedürfnis ist weg. Das heißt, Disco-Besuch oder auch Idealwunsch von Körperformen, dort Crystal konsumieren. Nur wenige von ihnen beenden die Schule. Die Hälfte hat keinen Berufsabschluss. Und es gibt ein weiteres Problem. Crystal ist auch eine Substanz, wo die sexuelle Erregung und auch die sexuellen Empfindungen gesteigert werden, sodass es zu gehäuften sexuellen Beziehungen kommt, auch zu wechselnden sexuellen Beziehungen. Und weiterhin bei den Frauen bleibt die Regelblutung aus oder wird unregelmäßig. Und das bewirkt auch, dass dann Schwangerschaften nicht festgestellt werden oder zu spät festgestellt werden. Und in dieser ganzen Euphorie wird auch Empfängnisverhütung vernachlässigt oder vergessen. Die Auswirkungen bekommen immer mehr Krankenhäuser zu spüren. Die Zahl der Kinder, die auf Säuglingsstationen süchtig zur Welt kommen, steigt dramatisch. In Dresden verzeichnet man in den vergangenen 6 Jahren eine Steigerungsrate von 700%. Bei uns ist es so, dass wir seit 2007 diese Entwicklung mit großer Sorge beachten. Und wir müssen sagen, dass sich fast jährlich die Anzahl der Kinder, die Crystal ausgesetzt waren, während dieser neunmonatigen Schwangerschaft, dass sich die Zahl fast jährlich verdoppelt. Und für Sachsen ist das so, dass wir dieses Jahr mit einer Zahl von ungefähr 200 betroffenen Kindern, das sind 8 gut gefüllte Schulklassen, rechnen. Welche Folgen es für Neugeborene hat, deren Mütter während ihrer Schwangerschaft crystalsüchtig waren, das erforscht Jürgen Dinger momentan. Seit 8 Jahren begleitet er diese Kinder. Was wir jetzt so als erste Ergebnisse ganz sicher sagen können, die Frühgeborenenrate ist deutlich höher. Wir schätzen 4 bis 5 Mal höher, als das in der Normalbevölkerung ist. Die zweite sichere Aussage, die wir schon treffen können, wir haben einen höheren Anteil von untergewichtigen, unterentwickelten, mangelentwickelten Kindern. Und wir können auch sagen, dass ein gewisses Risiko dafür da ist, dass Kinder versterben können während der Schwangerschaft. Weil die Mutter das verdrängt, weil sie es nicht erkennen kann oder weil sie selbst im Drogenrausch Frühgeburtsbestrebungen nicht erkennen. Auch Sabrina hat Crystal genommen. 4 Jahre war die zweifache Mutter schwer abhängig. Angefangen hat sie kurz nach der Geburt von Tochter Lucy. Das sind ja die Jahre, die ja prägen, ne? Von 1 bis 3, sag ich mal, sind ja die Jahre, die wichtig sind, auch für die spätere Entwicklung. Und in der Zeit hat Lucy halt nicht gelernt, dass sie eine Mutter hat, die immer für sie da ist, die ihr Schutz gibt und die ihr, die sie liebt. Also Liebe hat die, glaube ich, schon immer bekommen, aber Lucy war ganz oft für sich alleine, also mit sich alleine. Und ich habe halt durch das Crystal die wichtigste Zeit verschenkt. Das fällt mir jetzt erst auf, das kann man ja auch nicht wieder aufholen. Lucy ist Sabrinas zweites Kind. Mit 19 wird sie zum ersten Mal schwanger. 2003 kommt Sohn Max zur Welt. 9 Jahre hält die Beziehung zum Vater des Kindes. Dann zerbricht sie. Und ich bin dann in eine Beziehung gekommen, die ziemlich gewalttätig war. Und habe mich da auch dann unterdrücken lassen und einsperren lassen. Und in dieser Beziehung ist aber meine Lucy entstanden. Die ist ein Wunschkind, also die habe ich mir gewünscht und
da wollte ich von Anfang an ein Mädchen und das ist dann auch ein Mädchen geworden und die hieß von Anfang an auch schon Lucy und also die kam wie gewünscht. Ich habe zwar mit meinem damaligen Freund zusammengelebt, aber um alles gekümmert habe ich mich, also auch um, sei es das Arbeiten, das Geld für die Familie aufzutreiben, die Wohnung in Schuss zu halten, das lag immer alles bei mir. Und ich habe mich in der Schwangerschaft noch von meinem gewalttätigen Freund getrennt und Lucy war ein halbes Jahr und dann habe ich mit Christel angefangen. Und von da an ging es dann eigentlich bergab. Zu dieser Zeit arbeitet die 30-Jährige in einer Bäckerei. Die Belastung als alleinerziehende berufstätige Mutter ist zu groß. Christel anscheinend die ideale Lösung. Bei mir hat Christel von jetzt auf gleich alles bestimmt. Also mein Denken, mein Handeln, die Konstitution. Also ich habe, wenn ich nicht konsumiert habe, nur geschlafen und wenn ich konsumiert habe, gar nicht mehr geschlafen. Und wenn du dann einmal in diesem Rhythmus drin bist, 6 Tage wach, dann schläfst du 4 Tage und das ist mit einem kleinen Kind nicht möglich. Und die Lucy war ja die Zeit immer bei mir und so war ich halt immer getrieben, innerlich getrieben, weiter zu konsumieren. Schnell verwahrlost ihre Wohnung. Ein typisches Syndrom für Suchtkranke. Ebenfalls charakteristisch, Sabrina vernachlässigt ihre Mutterpflichten gegenüber ihren beiden Kindern. Ich bin eines Morgens wach geworden und die Wohnung war so still. Und ich bin in den Flur und habe gesehen, ihre Schuhe sind weg. Und habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und das Kind war weg. Und ich habe in so einem Wohngebiet gelebt, an so einer gut befahrenen Straße. Und bin halt raus vor die Tür und irgendwo war das Kind. Und bin dann halt über die Straße und dann kam sie mir von unten entgegen an der Hand von einer Frau. Im Hemd und in einer Strumpfhose und in Gummistiefeln und es war früher, also es war kalt auch. Und also früher hat sie sich die Strumpfhose angezogen und ihre Schuhe und ist, weil die Mama nicht wach geworden ist, einfach in unser Mehrgenerationshaus gegangen und hat gemalt. Und die Frau hat sie mir gebracht. Und dass da nichts passiert ist, dass das Kind das auch so weggesteckt hat, das kann ich bis heute nur als riesengroßes Glück bezeichnen. Dass diese Zeit für Sabrina und Lucy relativ glimpflich ausgegangen ist, dazu haben die Behörden beigetragen. 2010 steht die Polizei vor ihrer Tür und eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die hat sich mit mir auf meine Couch gesetzt und hat gesagt, wir nehmen ihnen ihre Kinder jetzt weg. Die sind hier gefährdet, das ist kein Umfeld für sie. Ich war halt auch nicht, und das hat sie mir auch so gesagt, sie sind nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu versorgen. Das war auch so, also dem konnte ich nicht widersprechen. Und weil ich war ja völlig hysterisch dann auch. Also als sie mir gesagt hat, sie nimmt jetzt beide Kinder mit, dann da hat es bei mir ausgesetzt, da war ich völlig hysterisch. Und die hat die dann, ich durfte die Lucy im Auto noch mit wegfahren. Und das war eigentlich der schlimmste Moment von der ganzen Sache. Der Moment, in dem du sie in das fremde Bett legst und gehen musst, obwohl sie brüllt, das ist der allerschlimmste Moment. Der Auflage, eine Therapie zu machen, bekommt sie Lucy nach 3 Monaten wieder. Ihr Sohn Max wird bei der Großmutter untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Christelsucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Es hat sich relativ schnell wieder nur ums Christel gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Christel schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. This isn't normal. But on meth, it is. Let's go! Let's go! Come on! Entstanden ist das Projekt in Montana.
Der Bundesstaat ist besonders betroffen. Brian Lockerbie vom Justizministerium arbeitet zu dieser Zeit als verdeckter Ermittler. Als Crystal aufkam, hat uns das überrollt. Im Jahr 2000 ist das regelrecht explodiert. Das hatte nicht nur im sozialen Bereich Folgen, sondern vor allem auch in der Kriminalität. Immer mehr Leute sind in Häuser eingebrochen, haben Diebstähle begangen, um ihre Crystal-Sucht zu stillen. Und wir haben überall Labore entdeckt, in denen Crystal hergestellt wurde. Die Leute haben das zu Hause gemacht. Dabei sind Häuser explodiert, Menschen haben sich vergiftet, haben diese hochgiftigen Chemikalien einfach weggeschmissen. Vor allem Minderjährige verfallen der Droge. Dazu gehört auch Karen. Als ich schließlich am Ende war, hatte ich 6 Monate konsumiert. Ich hatte meine Familie verloren. Ich hatte all meine Freunde verloren, hatte meine Selbstachtung verloren und hatte fast keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Ich hasste die Person, zu der ich durch die Droge geworden war. Ich erinnere mich, wie ich damals in den Spiegel schaute. Ich fühlte mich, als ob ich schon tot wäre. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe, mich umzubringen. Ihre Geschichte wird zum Auslöser des Präventionsprojektes. Die 30-Jährige wächst in Montana auf, kommt aus gutem Elternhaus. Meine Kindheit war wunderbar. Wir lebten auf dem Land. Ich hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und wir hatten eine kleine Farm mit Kühen, Hühnern, einem Hund und Katzen. Es war wie auf einer Mary Poppins Farm. Es war fantastisch. So wie ich es mir für meine Kinder wünschen würde. Ich hatte das Glück, auf eine gute Schule in einem angesehenen Stadtteil gehen zu dürfen. Auf der Schule beginnt für Karen der Weg in die Sucht. Sie hat wenig Freunde, trifft dann ein Mädchen, das sie bewundert. Sie war nett und cool, hatte viele Freunde und ging auf Partys. Wir waren schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6.000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum. Wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Die haben uns bestohlen, uns bedroht. Da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hör auf mit den Drogen oder hau ab. Und sie sagte, leck mich, und ging. Ron, der jahrelang selbst als Polizist in Los Angeles auf den Straßen unterwegs war, fängt an, seine Tochter zu suchen. 2 oder 3 Monate später sah ich sie am Haus eines Drogendealers. Ich dachte, dass sie sich prostituierte. In dieser Nacht bekam ich einen Herzinfarkt. Karen besuchte mich im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wusste. Ich wollte sie umarmen, dachte, wow, vielleicht kommt sie zu uns zurück. Aber sie sah mich nur an, schüttelte ihren Kopf und ging raus. In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie mehr lebend wiedersehen werde. Nach 2 Wochen bekamen wir einen Anruf von einem Pfarrer. Er sagte, dass Karen einen Selbstmordversuch überlebt habe und sich helfen lassen möchte. 2 Jahre unterzieht sich seine Tochter einer Behandlung. Über $200.000 investiert die Familie dafür. Mit Erfolg. Karen gelingt der Absprung. Ich fing an, in Schulen unsere Geschichte zu erzählen, dann auch in unserer Kirche. Und ich erfuhr, dass 8 Familien das Gleiche durchmachten wie wir. Und wir dachten, wir wären allein. Immer mehr Minderjährige begannen damals, Crystal zu konsumieren.
Im Jahr 2000 waren 13% der Jugendlichen in Montana süchtig. Hauptursache dafür? Die Droge und deren Gefahren waren schlichtweg nicht bekannt. In Umfragen erklärt jeweils ein Drittel der Minderjährigen, dass Crystal für sie ganz einfach zu bekommen sei. Dass sie Crystal-Konsumenten kennen und dass sie Crystal nicht als ernsthaftes Risiko wahrnehmen. Das ändert sich, als der Software-Milliardär Thomas Siebel auftaucht. Tom Siebel hat von Crystal erfahren und von unserer Geschichte. Wir trafen uns und er sagte, ich würde eure Geschichte gerne nutzen, um ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ich kann Produkte verkaufen. Daran bin ich gut und erfolgreich. Zum ersten Mal möchte ich jetzt den Menschen ein Produkt ausreden, ihnen davon abraten. Die Idee? Konsumiere kein Crystal. Der vierfache Familienvater ruft das Meth Project ins Leben. Mit einer breit gestreuten Werbekampagne mit schockierenden Spots, die die schlimmsten Abgründe einer Crystal-Sucht zeigen. Wie diesen über zwei Schwestern. Hey guys. You can do anything you want to me for 50 bucks. Well, what about her? Sure. This isn't normal. But on meth, it is. Ziel der Kampagne ist es, Jugendlichen klarzumachen, dass sie Crystal nicht ein einziges Mal probieren dürfen, da es sofort süchtig macht. This is where she used to be a cheerleader. This is the sink where she started pulling out her eyebrows. This is where her dealer raped her. This is where she forced her little brother to smoke it with her. And this is what I said when she told me she was going to try meth. Den Menschen wurde bewusst, wie gefährlich die Droge ist. Ganz plötzlich siehst du es überall und denkst, vielleicht spreche ich mal mit meinem Kind darüber. Die Kinder sagten, ja, wisst ihr etwa nichts darüber? Das war der Tag X für Crystal. Tom Siebel kam, startete die Spots und traf die Drogentypen mitten ins Gesicht. Wenig später kennen fast 90% aller Teenager in Montana die Spots. Innerhalb von 2 Jahren geht die Zahl der minderjährigen Crystal-Konsumenten um 40% zurück und mit ihr die der Verbrechen in Zusammenhang mit Crystal. Sie sinkt um 62%. Heute gibt es das Projekt in 7 weiteren US-Bundesstaaten, überall mit ähnlichem Erfolg. Präventionsprojekte wie das in Montana gibt es in Deutschland bislang nicht. Dabei wäre das dringend notwendig. Denn in den nächsten Jahren wird unser Land von einer gewaltigen Crystal-Welle überflutet. Das befürchtet Roland Hertel-Petri. Der Suchtmediziner, der auch die Bundesregierung berät, sieht hierfür mehrere Gründe. Einer liegt in Tschechien. Das Land ist in Europa Hauptproduzent von Crystal. Seit 4 Jahren gelten dort besonders liberale Drogengesetze. 2010 waren 2 Gramm Crystal nur noch eine Ordnungswidrigkeit und seitdem ist eben 200 normale Konsumeinheiten oder 20 Drogenkonsumeinheiten als Ordnungswidrigkeit zu kaufen gibt, haben die Leute keine Angst mehr. Die Polizei steht daneben, beobachtet das und macht nichts. Das haben unsere Patienten uns berichtet. Über ein System der organisierten Kriminalität wird von Tschechien aus das gesamte Bundesgebiet versorgt. Hinzu kommt Ephedrin, der Grundstoff bei der Herstellung von Crystal, ist für jedermann ganz einfach zu bekommen. Gemischt mit Chemikalien aus Abflussreinigern und Batteriesäure stellen immer mehr Dealer die Droge selbst her. In den USA war das einer der Hauptgründe, warum die Crystal-Welle lange Zeit nicht in den Griff bekommen haben, weil das Ephedrin in Erkältungsmitteln drin war, das nicht unter Rezeptpflicht gestellt wurde. Die waren in den USA frei verfügbar. Auch in Deutschland ist es so, dass sie diese Medikamente in der Apotheke kaufen können. Aber eigentlich gehört auch in Deutschland ephedrinhaltige Substanzen unter die Rezeptpflicht. Allein in Bayern sind mittlerweile fast 700 Polizisten ausschließlich mit dem Kampf gegen Crystal beschäftigt. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie 44 Labore ausgehoben, Tendenz steigend. Und Hertel-Petri sieht einen weiteren Faktor, der zum Boom der Droge beigetragen hat.
Die mehrfach preisgekrönte US-Fernsehserie Breaking Bad. Held ist ein krebskranker Lehrer, der durch das Kochen und Verkaufen von Crystal Millionen verdient. Die Mehrzahl von uns wird ja sagen, dass Breaking Bad, also so wie das Crystal da dargestellt wird, abstoßend ist, dass da keiner von uns auf die Idee kommen würde, das einzunehmen. Aber Menschen, die sich mit diesen Protagonisten, dieses Captain Cook, der dort kocht, identifizieren können, die das Gefühl haben, dass sie es nicht schaffen, in der Gesellschaft sonst zurechtzukommen, die haben dann eine Identifikationsfigur. Es muss uns klar sein, es gibt diejenigen, die sich dadurch angesprochen fühlen. Mit Leichtigkeit, ganz viel Geld zu machen. So wie Dominik. Auch er hat davon geträumt, mit der Droge Millionen zu verdienen. Jahrelang hat er Crystal nicht nur konsumiert, sondern auch damit gedealt. In der Schule war ich ja der Außenseiter. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Und auf Crystal war ich auf einmal der, der im Mittelpunkt stand. Crystal hat aus mir, einem kleinen Häufchen Elend, einen Superhelden gemacht. Und ähnlich wie in der Serie Breaking Bad hatte ich durch Crystal Geld, Freunde, Frauen, alles, was ich wollte. Besuch bei der Mutter in Nürnberg, seiner Heimatstadt. Ich war nah dran, den Kontakt zu dir abzubrechen, weil ich mit dieser Aggression mir gegenüber und uns allen gegenüber, ich bin nicht mehr klargekommen mit dir. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, ganz klar. Hätte strenger sein müssen, radikale Verbote aussprechen. Aber das war nie mein Erziehungsansatz. Mein Erziehungsansatz war immer, reden und durch Gespräche Lösungen finden. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Meine Mutter war sehr liebevoll zu mir und meinem kleinen Bruder. Hat sich immer bemüht, dass uns an nichts fehlt. Mein Papa hat den ganzen Tag gearbeitet, hat das Geld uns angebracht. Gleichzeitig war mein Vater aber so für mich immer so was wie ein Vorbild. Also er war für mich der Größte. Es ging sogar so weit, dass ich in der 7. Klasse einen Aufsatz über ihn geschrieben habe. Thema war, wie ich einmal sein möchte. Und dann habe ich eben meinen Vater so als Held genommen. Dass Crystal ihn mal dazu bringen wird, seinen Vater zu bestehlen. Niemals hätte Dominik das für möglich gehalten. Der Ursprung seiner Drogensucht liegt in der Pubertät. Dominik ist sehr klein, wird gemobbt, fühlt sich als Außenseiter. Als ein guter Freund ihm Crystal anbietet, wird der damals 16-Jährige schwach. Er hat immer gekifft. So, und kiffen, der hat mir auch öfter angeboten, mal durch die Bong zu rauchen und so. Das war mir aber irgendwie immer alles bisschen suspekt. Das Ausschlaggebende für mich, dass ich es probiert habe, war, dass er mir gesagt hat, dass er seine Computerspiele dafür verkauft hat. Und er war ein ziemlicher Computerspiele-Freak. Es hat mir alle Angst genommen. Von da an sucht er immer wieder diesen Kick. Für ein Gramm zahlt er rund 80 Euro. Beim ersten Konsum war ich sofort 3 Tage wach. Und als ich das dann immer öfter und größere Dosen zu mir genommen habe, war ich fast ein komplettes halbes Jahr immer Montag bis Samstag wach. Sonntag war dann der totale Knockout. Da habe ich von Sonntag früh bis Montag früh geschlafen. Meine Eltern konnten mich auch gar nicht wecken, weil wir weggetreten, wie vom Auto überfahren. Und die längste Zeit waren 13 Tage am Stück. Dominik rutscht immer tiefer in die Szene. Er fängt an, mit der Droge zu dealen. Um Crystal in großen Mengen beschaffen zu können, braucht der damalige Kaufmannslehrling Geld. Der einfache Weg, um noch Geld dazu zu verdienen, war dann, in die Kasse von der Firma meines Vaters zu greifen. Irgendwann habe ich das dann auf täglich bis zu 300 Euro aus der Kasse raus. Und das fast über 1,5 Jahre. Über 30.000 Euro klaut er seinem Vater, besorgt sich damit die Droge aus Tschechien und über einen Großdealer aus Köln. Bei meiner ersten Fahrt habe ich dann 100 Gramm geholt, bei der zweiten dann schon 300, bei der dritten 500. Ich habe das dann auch jeden Tag verkauft. Ich habe mindestens 500 Euro am Tag verdient und höchstens im Höchstfall 1.500. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, die Polizei ist ihm auf den Fersen, hört sein Telefon ab. Anfang 2010 wird er auf einer Drogenfahrt verhaftet und zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gerichtssaal mussten wir alle uns erheben, als die Richterin kam. Sie hat dann angefangen vorzulesen. Die ganzen Tatbestände. Und die hat gelesen und gelesen und gelesen. Es waren 14 oder 20 Anklagepunkte. Und in dem Moment habe ich gedacht, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Als die nicht mehr aufgehört hat zu lesen, hatte ich so das Gefühl, der kommt nie mehr raus aus dem Gefängnis. Sein Leben ist vorbei, das Leben ist gelaufen. Er hat es vermasselt, ich habe es vermasselt. Die Vorwürfe an mich waren, du hättest ihn stärker machen müssen, um Nein zu sagen.
um bei Drogen zu sagen Nein. Auch im Gefängnis denkt Dominik nicht daran, Nein zu sagen. Zwar beginnt er eine Therapie, doch nur um Haftverkürzung zu bekommen. In Wahrheit schmiedet er große Pläne. Im Gefängnis träumt jeder davon, irgendwie das große Geld zu machen. Und Breaking Bad war da so der absolute Geheimtipp. Da war es halt auch, dass man mit relativ einfachen Mitteln schnell ans große Geld kommt. Wie es der Zufall so will, saßen auf meinem Gang lauter Leute mit demselben Hintergrund wie ich. Also alles Drogendealer, die verraten worden sind. Ich habe dann ganz schnell einen kennengelernt, der Kristall kochen kann, einen, der es transportieren kann und einen, der es kauft. Also mussten wir nur noch an die Chemikalien kommen. Da hatten wir dann den Plan entwickelt, dass wir in ein Krankenhaus einbrechen und uns die Chemikalien zusammenklauen. Der Koch hätte dann mit dieser Menge ungefähr 100 Kilo herstellen können. Und die wiederum, wenn wir die verkauft hätten, wären Verkaufswert von 10 Millionen gewesen. Aus dem Plan wurde nichts. Nach der Haft kommt der Nürnberger in eine betreute Wohngruppe. Mit Bewohnern, die wie er nur wegen der Verkürzung ihrer Strafe in Therapie sind, wird er rückfällig. Es ist der Moment, der seine Sicht auf die Sucht radikal verändert. Wir sind dann in einem Hochhaus gelandet, so ähnlich wie das hier. Wir haben dann alle Platz genommen und der Chris, hieß der, hat dann eine Flasche mit Liquid Ecstasy rausgenommen. Und wir haben uns alle viel zu viel Drogen eingebaut. Und 5 von 7 Leuten hatten eine Überdosis, sind zusammengebrochen. Und was ich dann sah, war absolute Katastrophe. Man musste halt dann beobachten, wie von 7 Leuten 5 zuckend auf dem Boden liegen. Alle haben erbrochen, Blut gekotzt und waren am Sterben. Die hatten alle ja, wie so spastische Anfälle. Und die anderen 2, denen es noch gut ging, die haben, anstatt den Notarzt zu rufen, haben die Handyvideos von denen gemacht, wie die quasi verrecken, haben denen den Geldbeutel geklaut, haben die abgezockt. Und das war so der Moment für mich, wo ich bemerkt habe, dass sich Drogen wirklich umbringen können. Und wenn du stirbst, dann helfen dir deine Freunde nicht, sondern machen sich noch lächerlich, machen irgendwelche Fotos, klauen dein Handy, klauen dein Geld. Zum ersten Mal versucht der 26-Jährige jetzt ernsthaft von Crystal loszukommen. Er macht eine Langzeittherapie. Entscheidend weitergebracht hat ihn aber erst das Projekt Über den Berg von Norbert Wittmann. Seit einigen Jahren wandert der Diplom-Sozialpädagoge mit Drogenabhängigen. Im vergangenen Jahr ist er dann zum ersten Mal mit Crystal-Süchtigen über die Alpen geklettert. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo denen wirklich vor Begeisterung die Tränen fast über die Wangen gelaufen sind, weil sie einfach von dem, was um sie herum passiert ist, an Natur, das geht ganz tief in die Seele rein. Natürlich die Begeisterung über die eigene Leistung, zu Fuß über die Alpen zu laufen, von Deutschland bis nach Italien 7 Tage seinen Rucksack hoch niederzuschleppen, da hat man Respekt vor. Und wenn man sie dann geschafft hat, hat man natürlich auch einen unglaublichen Stolz, solche Grenzerfahrungen zu erleben und dann einfach zu spüren, sie können das ohne Hilfsmittel. Dieses Kickige und Schöne, das die Droge ihnen gibt, ist letztlich doch immer eine Geschichte, wo klar ist, es ist die Droge, es bin nicht ich. Und bei Über den Berg, da bist du das selber. Aus dem Projekt ist eine Klettergruppe entstanden, in der sich Über den Berg-Teilnehmer und Leute treffen, die noch nie mit Drogen zu tun hatten. Inklusionspartner, wie Wittmann sie nennt. Das ist eine Geschichte, die eine ganz tolle Qualität in sich birgt, weil das Drogenhilfssystem an der Stelle nichts zu bieten hat. Wir haben gute Therapien, wir haben gute Ansätze, die versuchen, aus der Krankheit rauszukommen, Abstand zu gewinnen. Aber dieses Hinterher, dieses legendäre, was passiert, wenn man die Käseglocke hochhebt nach der Therapie und die Leute wieder in die Gesellschaft entlässt, dann müssen die sich ja eigentlich ein neues Umfeld aufbauen. Die müssen ja raus aus diesem Drogenmilieu, die müssen sich neue Freunde suchen, neue Bekannte. Und das redet sich unglaublich leicht, ist aber wahnsinnig schwierig. Einmal der Droge verfallen, ist es schwieriger als bei allen anderen Rauschmitteln, wieder von ihr loszukommen. Von denen, die es versuchen und sich in Therapie begeben, werden 75% wieder rückfällig. Auch Sabrina hatte mehrere Rückfälle. Gerade ist sie aber drogenfrei und auf einem guten Weg. Denn sie hat erkannt, dass sie und ihre Tochter nur eine Chance haben, wenn sie alle Kontakte abbricht, ein neues Leben beginnt. Im Wendepunkt, einem Suchthilfezentrum zur Eingliederung für Mutter und Kind mit Drogenvergangenheit, gelingt ihr das bisher. Seit über einem Jahr ist sie clean, doch sie gilt als Ausnahme. Genau wie Chantal, die wegen der Crystal-Sucht von ihrer Mutter rausgeschmissen wurde. Für die damals 16-Jährige ist das der Auslöser auf dem Weg in ein Leben ohne Drogen. Wenn ich heute so zurückgucke und über den Rausschmiss so nachdenke, dann denke ich auf jeden Fall, dass es die richtige Entscheidung von meiner Mutter war, weil es mir die Augen geöffnet hat.
14 Tage später meldet sie sich und stimmt nach 3 Jahren Sucht einer Langzeittherapie zu. 6 Monate dauert die Behandlung. Rund ein Jahr lebt sie mittlerweile ohne Crystal, ist von Altenburg weggezogen, hat den Kontakt zum alten Freundeskreis abgebrochen. Ein Neuanfang mit 17. Doch der Kampf geht immer weiter. Das zeigt auch das Beispiel der USA. Nachdem das Problem mit der Teufelsdroge bereits im Griff schien, überholt jetzt eine noch größere Crystal-Welle das Land. Die mexikanischen Drogenkartelle haben jetzt den Markt für sich entdeckt. Sie haben Superlabore, in denen sie Crystal von extrem guter Qualität produzieren und es von dort aus in die USA und nach Montana bringen. Das ist ein Riesenproblem. Es ist das qualitativ hochwertigste Crystal aller Zeiten und wird so billig verkauft wie niemals zuvor. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem lokalen Crystal-Hersteller und einem internationalen Kartell. Die Mexikaner köpfen Menschen jeden Tag, um die Kontrolle über ein Gebiet zu bekommen. Diese Leute sind hardcore, sind schon immer im kriminellen Milieu, sind immer bereit, illegal Geld zu machen. Mit ihnen kommen die Gewalt, die Waffen, die Korruption und auch der Menschenhandel. Crystal erobert die Welt. In Deutschland wird bisher zu wenig gegen die drohende Gefahr unternommen. Glück, auf eine gute Schule in einem angesehenen Stadtteil gehen zu dürfen. Auf der Schule beginnt für Karen der Weg in die Sucht. Sie hat wenig Freunde, trifft dann ein Mädchen, das sie bewundert. Sie war nett und cool, hatte viele Freunde und ging auf Partys. Wir waren schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6.000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum. Wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Die haben uns bestohlen, uns bedroht. Da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hör auf mit den Drogen oder hau ab. Und sie sagte, leck mich, und ging. Ron, der jahrelang selbst als Polizist in Los Angeles auf den Straßen unterwegs war, fängt an, seine Tochter zu suchen. 2 oder 3 Monate später sah ich sie am Haus eines Drogendealers. Ich dachte, dass sie sich prostituierte. In dieser Nacht bekam ich einen Herzinfarkt. Karen besuchte mich im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wusste. Ich wollte sie umarmen, dachte, wow, vielleicht kommt sie zu uns zurück. Aber sie sah mich nur an, schüttelte ihren Kopf und ging raus. In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie mehr lebend wiedersehen werde. Nach 2 Wochen bekamen wir einen Anruf von einem Pfarrer. Er sagte, dass Karen einen Selbstmordversuch überlebt habe und sich helfen lassen möchte. 2 Jahre unterzieht sich seine Tochter einer Behandlung. Über $200.000 investiert die Familie dafür. Mit Erfolg. Karen gelingt der Absprung. Ich fing an, in Schulen unsere Geschichte zu erzählen, dann auch in unserer Kirche. Und ich erfuhr, dass 8 Familien das Gleiche durchmachten wie wir. Und wir dachten, wir wären allein. Immer mehr Minderjährige begannen damals, Crystal zu konsumieren. Im Jahr 2000 waren 13% der Jugendlichen in Montana süchtig. Hauptursache dafür? Die Droge und deren Gefahren waren schlichtweg nicht bekannt. In Umfragen erklärt jeweils 1/3 der Minderjährigen, dass Crystal für sie ganz einfach zu bekommen sei. Dass sie Crystal-Konsumenten kennen und dass sie Crystal nicht als ernsthaftes Risiko wahrnehmen.
Das ändert sich, als der Software-Milliardär Thomas Siebel auftaucht. Tom Siebel hat von Crystal erfahren und von unserer Geschichte. Wir trafen uns und er sagte, ich würde eure Geschichte gerne nutzen, um ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ich kann Produkte verkaufen. Daran bin ich gut und erfolgreich. Zum ersten Mal möchte ich jetzt den Menschen ein Produkt ausreden, ihnen davon abraten. Die Idee? Konsumiere kein Crystal. Der vierfache Familienvater ruft das Meth Project ins Leben. Mit einer breit gestreuten Werbekampagne, mit schockierenden Spots, die die schlimmsten Abgründe einer Crystal-Sucht zeigen. Wie diesen über zwei Schwestern. Hey guys. You can do anything you want to me for 50 bucks. Well, what about her? Sure. This isn't normal. But on meth, it is. Ziel der Kampagne ist es, Jugendlichen klarzumachen, dass sie Crystal nicht ein einziges Mal probieren dürfen, da es sofort süchtig macht. This is where she used to be a cheerleader. This is the sink where she started pulling out her eyebrows. This is where her dealer raped her. This is where she forced her little brother to smoke it with her. And this is what I said when she told me she was going to try meth. Den Menschen wurde bewusst, wie gefährlich die Droge ist. Ganz plötzlich siehst du es überall und denkst, vielleicht spreche ich mal mit meinem Kind darüber. Die Kinder sagten, ja, wisst ihr etwa nichts darüber? Das war der Tag X für Crystal. Tom Siebel kam, startete die Spots und traf die Drogentypen mitten ins Gesicht. Wenig später kennen fast 90% aller Teenager in Montana die Spots. Innerhalb von 2 Jahren geht die Zahl der minderjährigen Crystal-Konsumenten um 40% zurück. Und mit ihr die der Verbrechen in Zusammenhang mit Crystal. Sie sinkt um 62%. Heute gibt es das Projekt in 7 weiteren US-Bundesstaaten. Überall mit ähnlichem Erfolg. Präventionsprojekte wie das in Montana gibt es in Deutschland bislang nicht. Dabei wäre das dringend notwendig. Denn in den nächsten Jahren wird unser Land von einer gewaltigen Crystal-Welle überflutet. Das befürchtet Roland Hertel-Petri. Der Suchtmediziner, der auch die Bundesregierung berät, sieht hierfür mehrere Gründe. Einer liegt in Tschechien. Das Land ist in Europa Hauptproduzent von Crystal. Seit 4 Jahren gelten dort besonders liberale Drogengesetze. 2010 waren 2 Gramm Crystal nur noch eine Ordnungswidrigkeit und seitdem ist eben 200 normale Konsumeinheiten oder 20 Drogenkonsumeinheiten als Ordnungswidrigkeit zu kaufen gibt, haben die Leute keine Angst mehr. Die Polizei steht daneben, beobachtet das und macht nichts. Das haben unsere Patienten uns berichtet. Über ein System der organisierten Kriminalität wird von Tschechien aus das gesamte Bundesgebiet versorgt. Hinzu kommt Ephedrin, der Grundstoff bei der Herstellung von Crystal, ist für jedermann ganz einfach zu bekommen. Gemischt mit Chemikalien aus Abflussreinigern und Batteriesäure stellen immer mehr Dealer die Droge selbst her. In den USA war das einer der Hauptgründe, warum die Crystal-Welle lange Zeit nicht in den Griff bekommen haben, weil das Ephedrin in Erkältung, die ziemlich gewalttätig war und habe mich da auch doll unterdrücken lassen und einsperren lassen. Und in dieser Beziehung ist aber meine Lucy entstanden, die ist ein Wunschkind, also die habe ich mir gewünscht und da wollte ich von Anfang an ein Mädchen und das ist dann auch ein Mädchen geworden und die hieß von Anfang an auch schon Lucy und also die kam wie gewünscht. Ich habe zwar mit meinem damaligen Freund zusammengelebt, aber um alles gekümmert habe ich mich, also auch um, sei es diese Arbeiten, das Geld für die Familie aufzutreiben, die Wohnung in Schuss zu halten, das lag immer alles bei mir. Und ich habe mich in der Schwangerschaft noch von meinem gewalttätigen Freund getrennt und Lucy war ein halbes Jahr und dann habe ich mit Crystal angefangen. Und von da an ging es dann eigentlich bergab. Zu dieser Zeit arbeitet die 30-Jährige in einer Bäckerei. Die Belastung als alleinerziehende berufstätige Mutter ist zu groß. Crystal anscheinend die ideale Lösung. Bei mir hat Crystal von jetzt auf gleich alles bestimmt. Also mein Denken, mein Handeln, die Konstitution. Also ich habe, wenn ich nicht konsumiert habe, nur geschlafen. Und
wenn ich konsumiert habe, gar nicht mehr geschlafen. Und wenn du dann einmal in diesem Rhythmus drinne bist, 6 Tage wach, dann schläfst du 4 Tage und das ist mit einem kleinen Kind nicht möglich. Und die Lucy war ja die Zeit immer bei mir und so war ich halt immer getrieben, innerlich getrieben, weiter zu konsumieren. Schnell verwahrlost ihre Wohnung. Ein typisches Syndrom für Suchtkranke. Ebenfalls charakteristisch, Sabrina vernachlässigt ihre Mutterpflichten gegenüber ihren beiden Kindern. Ich bin eines Morgens wach geworden und die Wohnung war so still. Und ich bin in den Flur und habe gesehen, ihre Schuhe sind weg. Und habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und das Kind war weg. Und ich habe in so einem Wohngebiet gelebt, in so einer gut befahrenen Straße. Und bin halt raus vor die Tür und irgendwo war das Kind. Und bin dann halt über die Straße und dann kam sie mir von unten entgegen an der Hand von einer Frau. Im Hemd und in der Strumpfhose und in Gummistiefeln. Und es war früher, also es war kalt auch. Und also früher hat sie sich die Strumpfhose angezogen und ihre Schuhe. Und es ist, weil die Mama nicht wach geworden ist, einfach in unser Mehrgenerationshaus gegangen und hat gemalt. Und die Frau hat sie mir gebracht. Und dass da nichts passiert ist, dass das Kind das auch so weggesteckt hat, das kann ich bis heute nur als riesengroßes Glück bezeichnen. Dass diese Zeit für Sabrina und Lucy relativ glimpflich ausgegangen ist, dazu haben die Behörden beigetragen. 2010 steht die Polizei vor ihrer Tür und eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die hat sich mit mir auf meine Couch gesetzt und hat gesagt, wir nehmen Ihnen Ihre Kinder jetzt weg. Die sind hier gefährdet, das ist kein Umfeld für sie. Ich war halt auch nicht, das hat sie mir auch so gesagt, sie sind nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu versorgen. Das war auch so, also dem konnte ich nicht widersprechen. Und weil ich war ja völlig hysterisch dann auch. Also als sie mir gesagt hat, sie nimmt jetzt beide Kinder mit, dann da hat es bei mir ausgesetzt, da war ich völlig hysterisch. Und die hat die dann, ich durfte die Lucy im Auto noch mit wegfahren. Und das war eigentlich der schlimmste Moment von der ganzen Sache. Der Moment, in dem du sie in das fremde Bett legst und gehen musst, obwohl sie brüllt, das ist der allerschlimmste Moment. Der Auflage, eine Therapie zu machen, bekommt sie Lucy nach 3 Monaten wieder. Ihr Sohn Max wird bei der Großmutter untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Crystal-Sucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Es hat sich relativ schnell wieder nur ums Crystal gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Crystal schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. This isn't normal. But on meth, it is. Let's go! Let's go! Come on! Entstanden ist das Projekt in Montana. Der Bundesstaat ist besonders betroffen. Brian Lockerbie vom Justizministerium arbeitet zu dieser Zeit als verdeckter Ermittler. It was overwhelming when meth hit the streets. Als Crystal aufkam, hat uns das überrollt. Im Jahr 2000 ist das regelrecht explodiert. Das hatte nicht nur im sozialen Bereich Folgen, sondern vor allem auch in der Kriminalität. Immer mehr Leute sind in Häuser eingebrochen, haben Diebstähle begangen, um ihre Crystal-Sucht zu stillen. Und wir haben überall Labore entdeckt, in denen Crystal hergestellt wurde. Die Leute haben das zu Hause gemacht. Dabei sind Häuser explodiert, Menschen haben sich vergiftet, haben diese hochgiftigen Chemikalien einfach weggeschmissen. Vor allem Minderjährige verfallen der Droge. Dazu gehört auch Karen.
Als ich schließlich am Ende war, hatte ich 6 Monate konsumiert. Ich hatte meine Familie verloren. Ich hatte all meine Freunde verloren, hatte meine Selbstachtung verloren und hatte fast keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Ich hasste die Person, zu der ich durch die Droge geworden war. Ich erinnere mich, wie ich damals in den Spiegel schaute. Ich fühlte mich, als ob ich schon tot wäre. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe, mich umzubringen. Ihre Geschichte wird zum Auslöser des Präventionsprojektes. Die 30-Jährige wächst in Montana auf, kommt aus gutem Elternhaus. Meine Kindheit war wunderbar. Wir lebten auf dem Land. Ich hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und wir hatten eine kleine Farm mit Kühen, Hühnern, einem Hund und Katzen. Es war wie auf einer Mary Poppins Farm. Es war fantastisch. So wie ich es mir für meine Kinder wünschen würde. Ich hatte das Interessen und der andere ist aus dem gleichen Elternhaus kommt, mit den gleichen Voraussetzungen und aus dem ist so viel geworden, dass er... Zeigen wir die Eltern, die alles richtig machen. Ja. Christas Sohn konsumiert seit 18 Jahren. 3 Jahre war er schon clean, bis er im vergangenen Jahr wieder rückfällig wurde. Also meinem Sohn kann ich wahrscheinlich nicht mehr helfen. Der ist so geschädigt und so. Ich habe das Gefühl, dass der auch schon selbst nicht mehr dran glaubt, dass er es irgendwie schafft. Angefangen hat er, wo er 15 war, knapp 16. Na, die Motivation war, dass er gesehen hat bei anderen, dass die wahnsinnig abgenommen hatten, seine Freunde. Und er hatte ja eigentlich, war ja mal im Fitnessstudio und hat eines Tages zu mir gesagt, Fitnessstudio kannst du abmelden, brauche ich nicht mehr, hab was Besseres gefunden. Das war Christel. Und das hat er konsumiert und dann hat er innerhalb von, also ein Vierteljahr, 4 Monate, 35 bis 40 Kilo abgenommen. Und jetzt hat er natürlich die Angst, dass er das wieder drauf kriegt, diese 35 bis 40 Kilo. Und aus diesem Grund hat er gesagt, er wird ein Leben lang Christel konsumieren. Kriminell geworden, ordentlich kriminell. Und jetzt ist er 17 und hat jetzt nur noch eine Option, Therapie oder Gefängnis. Altenburg steht für viele Städte in Grenznähe gen Osten. Die Zahl derer, die sich wegen Christel in Behandlung begeben, ist in der thüringischen Kreisstadt innerhalb von 5 Jahren um 600% gestiegen. Betroffen sind alle sozialen Schichten. Das sind wirklich viele und man erkennt sie halt auch, egal wo man ist. Ist man in Altenburg in Markt, auf Marktseite, laufen sie rum, ist man hier, laufen sie rum, fährt man selber mit dem Auto, man erkennt sie einfach auf der Straße. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, wie gesagt, aufgrund dieses auffälligen Ganges, es sind ja alles eigentlich nur noch wandelnde Leichen, Zombies. Anders kann man die jetzt nicht mehr nennen. Und das ist ja so extrem verbreitet. Ja, Fakt ist, hier muss durchgegriffen werden. Bei Mutter Jenny reichen irgendwann die Kräfte nicht mehr aus. Sie stellt Chantal ein Ultimatum, Therapie oder Rausschmiss. Die damals 16-Jährige entscheidet sich gegen die Therapie. Es fällt natürlich nicht leicht, das eigene Kind vor die Tür zu setzen. Ich habe mich auch leer gefühlt. Ich habe versucht, eine Hilfe zu holen und das hat nicht geklappt. Und ich habe in erster Linie natürlich mit meiner Tochter gesprochen und das hat nicht geklappt. Und ich war dann leer. Ich war dann einfach leer. Frauen und vor allem Mädchen, die Christel konsumieren, das ist ein erschreckender Trend, warnt Helmut Bunde von der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren. Bei Christel stellen wir fest, dass der Anteil der Frauen, die in Behandlung sind, höher ist als sonst bei den Drogen. Wir haben bei Christel 35% Frauenanteil. Bei anderen Substanzen, Cannabis, sind wir bei unter 20% und bei Alkohol bei 20%. Man sieht es auch in der Grafik. Das Rote sind die Frauen, das Blaue die Männer. Und wir haben bei Christel so ein Durchschnittsalter in der Behandlung von 25,6 Jahren. Und es fällt auch auf, dass bei den unter 20-Jährigen der Anteil Frauen und Männer gleich hoch ist. Wenn wir das uns im Detail angucken, sehen wir, dass es bei den unter 14-Jährigen ganz krass ist. Das sind mehr Mädchen, die abhängig und in Behandlung sind, als Jungs. Ein Grund dafür sei die besondere Lebensphase der Pubertät. Dort geht es ja darum, auch was auszuprobieren, sodass auf der einen Seite die Verlockung von Christel, unter anderem auch bei den Mädchen, dass ein Mittel ist, wo ich schlanker werde, also mein Hungerbedürfnis ist weg. Das heißt Disco-Besuch oder auch
Idealwunsch von Körperformen dort Christel konsumieren. Nur wenige von ihnen beenden die Schule. Die Hälfte hat keinen Berufsabschluss. Und es gibt ein weiteres Problem. Christel ist auch eine Substanz, wo die sexuelle Erregung und auch die sexuellen Empfindungen gesteigert werden, sodass es zu gehäuften sexuellen Beziehungen kommt, auch zu wechselnden sexuellen Beziehungen. Und weiterhin bei den Frauen bleibt die Regelblutung aus oder wird unregelmäßig. Und das bewirkt auch, dass dann Schwangerschaften nicht festgestellt werden oder zu spät festgestellt werden. Und in dieser ganzen Euphorie wird auch Empfängnisverhütung vernachlässigt oder vergessen. Die Auswirkungen bekommen immer mehr Krankenhäuser zu spüren. Die Zahl der Kinder, die auf Säuglingsstationen süchtig zur Welt kommen, steigt dramatisch. In Dresden verzeichnet man in den vergangenen 6 Jahren eine Steigerungsrate von 700%. Bei uns ist es so, dass wir seit 2007 diese Entwicklung mit großer Sorge beachten. Und wir müssen sagen, dass sich fast jährlich die Anzahl der Kinder, die Christel ausgesetzt waren, während dieser neunmonatigen Schwangerschaft, dass sich die Zahl fast jährlich verdoppelt. Und für Sachsen ist das so, dass wir dieses Jahr mit einer Zahl von ungefähr 200 betroffenen Kindern, das sind 8 gut gefüllte Schulklassen, rechnen. Welche Folgen es für Neugeborene hat, deren Mütter während ihrer Schwangerschaft Crystal-süchtig waren, das erforscht Jürgen Dinger momentan. Seit 8 Jahren begleitet er diese Kinder. Was wir jetzt so als erste Ergebnisse ganz sicher sagen können, die Frühgeborenenrate ist deutlich höher. Wir schätzen 4 bis 5 Mal höher, als das in der Normalbevölkerung ist. Die zweite sichere Aussage, die wir schon treffen können, wir haben einen höheren Anteil von untergewichtigen, unterentwickelten, mangelentwickelten Kindern. Und wir können auch sagen, dass ein gewisses Risiko dafür da ist, dass Kinder versterben können während der Schwangerschaft. Weil die Mutter das verdrängt, weil sie es nicht erkennen kann oder weil sie selbst im Drogenrausch Frühgeburtsbestrebungen nicht erkennen. Auch Sabrina hat Christel genommen. 4 Jahre war die zweifache Mutter schwer abhängig. Angefangen hat sie kurz nach der Geburt von Tochter Lucy. Das sind ja die Jahre, die ja prägen, ne? Von 1 bis 3, sag ich mal, sind ja die Jahre, die wichtig sind auch für die spätere Entwicklung. Und in der Zeit hat Lucy halt nicht gelernt, dass sie eine Mutter hat, die immer für sie da ist, die ihr Schutz gibt und die ihr die sie liebt. Also Liebe hat die, glaube ich, schon nochmal bekommen, aber Lucy war ganz oft für sich alleine. Also mit sich alleine und ich habe halt durch das Christel die wichtigste Zeit verschenkt. Das fällt mir jetzt erst auf, das kann man ja auch nicht wieder aufholen. Lucy ist Sabrinas zweites Kind. Mit 19 wird sie zum ersten Mal schwanger. 2003 kommt Sohn Max zur Welt. 9 Jahre hält die Beziehung zum Vater des Kindes. Dann zerbricht sie. Und ich bin dann in eine Beziehung gekommen. Lebensmitteln drin war, das nicht unter Rezeptpflicht gestellt wurde. Die waren in den USA frei verfügbar. Auch in Deutschland ist es so, dass sie diese Medikamente in der Apotheke kaufen können. Aber eigentlich gehört auch in Deutschland ephedrinhaltige Substanzen unter die Rezeptpflicht. Allein in Bayern sind mittlerweile fast 700 Polizisten ausschließlich mit dem Kampf gegen Christel beschäftigt. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie 44 Labore ausgehoben. Tendenz steigend. Und Hertel Petri sieht einen weiteren Faktor, der zum Boom der Droge beigetragen hat. Die mehrfach preisgekrönte US-Fernsehserie Breaking Bad. Held ist ein krebskranker Lehrer, der durch das Kochen und Verkaufen von Christel Millionen verdient. Die Mehrzahl von uns wird ja sagen, dass Breaking Bad, also so wie das Christel da dargestellt wird, abstoßend ist, dass da keiner von uns auf die Idee kommen würde, das einzunehmen. Aber Menschen, die sich mit diesen Protagonisten, dieses Captain Cook, der dort kocht, identifizieren können, die das Gefühl haben, dass sie es nicht schaffen, in der Gesellschaft sonst zurechtzukommen, die haben dann eine Identifikationsfigur. Es muss uns klar sein, es gibt diejenigen, die sich dadurch angesprochen fühlen. Mit Leichtigkeit, ganz viel Geld zu machen. So wie Dominik. Auch er hat davon geträumt, mit der Droge Millionen zu verdienen. Jahrelang hat er Christel nicht nur konsumiert, sondern auch damit gedealt.
In der Schule war ich ja der Außenseiter. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Und auf Kristall war ich auf einmal der, der im Mittelpunkt stand. Kristall hat aus mir in einem kleinen Häufchen Elend einen Superhelden gemacht. Und ähnlich wie in der Serie Breaking Bad hatte ich durch Kristall Geld, Freunde, Frauen, alles, was ich wollte. Besuch bei der Mutter in Nürnberg, seiner Heimatstadt. Ich war nah dran, den Kontakt zu dir abzubrechen, weil ich mit dieser Aggression mir gegenüber und uns allen gegenüber, ich bin nicht mehr klargekommen mit dir. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, ganz klar. Hätte strenger sein müssen, radikale Verbote aussprechen. Aber das war nie mein Erziehungsansatz. Mein Erziehungsansatz war immer reden und durch Gespräche Lösungen finden. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Meine Mutter war sehr liebevoll zu mir und meinem kleinen Bruder. Hat sich immer bemüht, dass uns an nichts fehlt. Mein Papa hat den ganzen Tag gearbeitet, hat das Geld uns rangebracht. Gleichzeitig war mein Vater aber so für mich immer so was wie ein Vorbild. Also er war für mich der Größte. Es ging sogar so weit, dass ich in der 7. Klasse einen Aufsatz über ihn geschrieben habe. Thema war, wie ich einmal sein möchte. Und dann habe ich eben meinen Vater so als Held genommen. Dass Crystal ihn mal dazu bringen wird, seinen Vater zu bestehlen, niemals hätte Dominik das für möglich gehalten. Der Ursprung seiner Drogensucht liegt in der Pubertät. Dominik ist sehr klein, wird gemobbt, fühlt sich als Außenseiter. Als ein guter Freund ihm Crystal anbietet, wird der damals 16-Jährige schwach. Er hat immer gekifft. So, und kiffen, der hat mir auch öfter angeboten, mal durch die Bong zu rauchen und so. Das war mir aber irgendwie immer alles ein bisschen suspekt. Das Ausschlaggebende für mich, dass ich es probiert habe, war, dass er mir gesagt hat, dass er seine Computerspiele dafür verkauft hat. Und er war ein ziemlicher Computerspiele-Freak. Es hat mir alle Angst genommen. Von da an sucht er immer wieder diesen Kick. Für ein Gramm zahlt er rund 80 Euro. Beim ersten Konsum war ich sofort 3 Tage wach. Und als ich das dann immer öfter und größere Dosen zu mir genommen habe, war ich fast ein komplettes halbes Jahr immer Montag bis Samstag wach. Sonntag war dann der totale Knockout. Da habe ich von Sonntag früh bis Montag früh geschlafen. Meine Eltern konnten mich auch gar nicht wecken, weil wir weggetreten, wie vom Auto überfahren. Und die längste Zeit waren 13 Tage am Stück. Dominik rutscht immer tiefer in die Szene. Er fängt an, mit der Droge zu dealen. Um Crystal in großen Mengen beschaffen zu können, braucht der damalige Kaufmannslehrling Geld. Der einfache Weg, um noch Geld dazu zu verdienen, war dann, in die Kasse von der Firma meines Vaters zu greifen. Irgendwann habe ich das dann auf täglich bis zu 300 Euro aus der Kasse raus. Und das fast über 1,5 Jahre. Über 30.000 Euro klaut er seinem Vater, besorgt sich damit die Droge aus Tschechien und über einen Großdealer aus Köln. Bei meiner ersten Fahrt habe ich dann 100 Gramm geholt, bei der zweiten dann schon 300, bei der dritten 500. Habe das dann auch jeden Tag verkauft. Ich habe mindestens 500 Euro am Tag verdient und höchstens im Höchstfall 1.500. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, die Polizei ist ihm auf den Fersen, hört sein Telefon ab. Anfang 2010 wird er auf einer Drogenfahrt verhaftet und zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gerichtssaal mussten wir alle uns erheben, als die Richterin kam. Sie hat dann angefangen vorzulesen, die ganzen Tatbestände. Und die hat gelesen und gelesen und gelesen. Es waren 14 oder 20 Anklagepunkte. Und in dem Moment habe ich gedacht, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Als die nicht mehr aufgehört hat zu lesen, hatte ich so das Gefühl, der kommt nie mehr raus aus dem Gefängnis. Sein Leben ist vorbei, das Leben ist gelaufen. Er hat's vermasselt, ich hab's vermasselt. Die Vorwürfe an mich waren, du hättest ihn stärker machen müssen, um Nein zu sagen. Um bei Drogen zu sagen Nein. Auch im Gefängnis denkt Dominik nicht daran, Nein zu sagen. Zwar beginnt er eine Therapie, doch nur um Haftverkürzung zu bekommen. In Wahrheit schmiedet er große Pläne. Im Gefängnis träumt jeder davon, irgendwie das große Geld zu machen. Und Breaking Bad war da so der absolute Geheimtipp. Da war es halt auch, dass man mit relativ einfachen Mitteln schnell ans große Geld kommt. Wie es der Zufall so will, saßen auf meinem Gang lauter Leute mit demselben Hintergrund wie ich. Also alles Drogendealer, die verraten worden sind. Ich habe dann ganz schnell einen kennengelernt, der Kristall kochen kann, einen, der es transportieren kann und einen, der es kauft. Also mussten wir nur noch an die Chemikalien kommen. Und da hatten wir dann den Plan entwickelt, dass wir in ein Krankenhaus einbrechen und die Chemikalien zusammenklauen. Der Koch hätte dann
mit dieser Menge ungefähr 100 Kilo herstellen können. Und die wiederum, wenn wir die verkauft hätten, wären ein Verkaufswert von 10 Millionen gewesen. Aus dem Plan wurde nichts. Nach der Haft kommt der Nürnberger in eine betreute Wohngruppe. Mit Bewohnern, die wie er nur wegen der Verkürzung ihrer Strafe in Therapie sind, wird er rückfällig. Es ist der Moment, der seine Sicht auf die Sucht radikal verändert. Wir sind dann in einem Hochhaus gelandet, so ähnlich wie das hier. Wir haben dann alle Platz genommen und der Chris, hieß der, hat dann eine Flasche mit Liquid Ecstasy rausgenommen. Und wir haben uns alle viel zu viel Drogen eingebaut und 5 von 7 Leuten hatten eine Überdosis, sind zusammengebrochen. Und was ich dann sah, war absolute Katastrophe. Man musste halt dann beobachten, wie von 7 Leuten 5 zuckend auf dem Boden liegen. Alle haben erbrochen, Blut gekotzt. Crystal ist zur Volksdroge aufgestiegen. Unter den Konsumenten sind mittlerweile Politiker, Eltern, Berufstätige, Studenten und Schüler. Eine von ihnen ist Chantal. 3 Jahre hat die Schülerin Crystal konsumiert. Es ist eine Scheißdroge auf jeden Fall. Die zerstört auf jeden Fall viel in deiner Welt. Meine Familie, mein Körper, das Verhältnis zu meiner Familie auf jeden Fall. Fast meine Zukunft. Die 17-Jährige wächst in Altenburg bei Leipzig auf, mit einem älteren Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter. Aber da hast du doch auch schon kräftig konsumiert. Das ist ja die Zeit gewesen, wo ich das erste Mal mitbekommen habe, richtig. Chantals Mutter Jenny ist Sekretärin, arbeitet viel, zu viel, so denkt sie heute. Ich weiß wohl, dass ich nicht zu 100% schuld bin, dass meine Tochter in diese Crystal-Szene abgerutscht ist. Aber ich habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen, indem ich halt viel arbeiten war. Also den Vorwurf, den mache ich mir schon. Mein Bruder und ich, wir waren halt oft alleine. Und da habe ich dann halt immer mein Ding gemacht. Und da habe ich dann halt immer Leute zu mir eingeladen. Und dann habe ich schon das erste Mal gekifft mit denen. Das fand ich relativ lustig. Und habe dann halt immer weiter gekifft. Damals ist Chantal 12. Ich bin da auch von mir ausgegangen. Meine Mutti hat mir verboten, rauche ja nicht. Und dann hat man es erst recht gemacht. So, und ich habe halt zu meiner Tochter gesagt, versuch's, aber nicht permanent. Wenn das mal passiert, dass du ein Tütchen rauchst, okay, kann ich nichts machen. Weil ich zu diesem Zeitpunkt null gedacht habe, dass es eine Einstiegsdroge sein könnte. So, mittlerweile denke ich anders. Als Chantal 13 ist, bietet ihr Freund ihr Crystal an. Aus Neugier probiert sie und wird sofort süchtig. Irgendwann war es halt dann so, dass ich mir gedacht habe, so, ich kann sie jetzt öfters machen und so. War dann auch mit Crystal auf der Schule, also mit Crystal in der Schule auf Crystal. Und habe es dann auch auf Toilette konsumiert in der Schulzeit. Und bin dann auch zeitweise, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Schule hatte, losgemacht einfach im Unterricht. Es ist bei uns in der Stadt allgemein bekannt, dass da Crystal konsumiert wird, gerade unter den Jugendlichen. Und habe sie dann gefragt, ob sie konsumiert, und sie hat das natürlich verneint. Das ging über Wochen, Monate hinweg so. Na, und als ich mir dann ganz sicher war, habe ich sie dann quasi zur Rede auch gestellt. Sie hat zugegeben, dass sie Crystal konsumiert, wollte es aber für sich selber nicht wahrhaben, dass es süchtig ist. Die Einstiegsdosis liegt bei 100 Milligramm. So geht es auch bei Chantal los. Pro Gramm zahlt sie bis zu 80 Euro. Am Anfang reicht ihr das für eine Woche. Bald braucht die ehemalige Schulsprecherin diese Menge täglich. Aber warum? Was macht Crystal mit dem Körper? Zu Beginn wirkt es wie ein Energieschock. Es unterdrückt das Schmerzempfinden, das Hunger-, Durst- und Schlafbedürfnis. Die Konsumenten sind tagelang wach. Es ist eine Substanz, die im Gehirn in relativ kurzer Zeit massiv Dopamin, Noradrenalin, Serotonin freisetzt. Dopamin ist ja als allgemeines Glückshormon bekannt. Auch das Serotonin macht ja eher ein wohliges Gefühl. Crystal ist höchst wirksam. Das Problem? Je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Klassische Spätfolgen von Crystal-Abhängigkeit ist die massive Akne, das heißt die massive Zerstörung der Haut mit schweren Schäden am Zahn, im gesamten Zahn- und Mundbereich, mit Parodontose, Ausfall von Zähnen. Wenn man nach unten weitergeht, kommen dann Herzschädigungen, es kommen Leberschäden, es kommen Nierenschäden, gerade Nierenschäden mit späterer Krebsfolge.
Also viele dieser Patienten sterben später dann auch an Krebs. Die Bewegungsstörungen, Koordinationsstörungen, unsicherer Stand, das sind sozusagen die körperlichen Schäden. Hinzu kommen Depressionen, Psychosen, Halluzinationen. Besonders im Gehirn richtet Crystal massive Schäden an. Unser Problem bei Methamphetamin-Usern ist, dass das Gehirn irreparable Schäden erleidet. Wir haben hier eine Funktionsaufnahme, das heißt Sauerstoffverwertungsaufnahme des Gehirnes von einem Methamphetamin-Benutzer und einem normalen Menschen. Was wir sehr schnell sehen, der normale Mensch hat hier sehr viel Aktivität in den Teilen des Gehirns, die die Bewegung organisieren. Das ist hier einen Monat nach der Entzugsbehandlung nahezu komplett weg. Und auch hier nach einem Jahr wird es nur teilweise repariert. Und damit haben wir es eigentlich schon mit Dauerschäden zu tun. Chantal bekommt die Folgen zu spüren. Sie leidet unter Verfolgungswahn, verliert Gewicht und immer öfter die Kontrolle über sich. Es war tatsächlich so, dass ich vor meiner Tochter Angst hatte. Und wenn sie sozusagen drauf war, hat sie sich vor mir aufgebaut und ist halt auch richtig der aggressive Blick, der aggressive Ton. Die Gestik ging richtig aggressiv. Es war eine Scheißzeit. Es war eine absolute Scheißzeit. Ich habe richtig Angst um meine Tochter gehabt, dass sie irgendwann das so außer Kontrolle gerät, dass sie irgendwo an den Plätzen da, wo die konsumiert oder bei irgendwelchen Freunden oder Kumpels, wo sie da gerade wieder war, dass sie da stirbt. Dass sie, also Entschuldigung, ich muss das jetzt so sagen, dass sie da elendig verreckt. Jenny sucht Hilfe, wendet sich an verschiedene Stellen. Auch ans Jugendamt. Ihr Ziel? Sie möchte, dass ihre minderjährige Tochter zwangseingewiesen wird und endlich eine Therapie macht. Da wurde mir vom Jugendamt als auch vom Familienrichter dieser Stadt mitgeteilt, dass Kinder und Jugendliche, die Crystal konsumieren, halt nur zwangseingewiesen werden in die Therapie, wenn sie für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hallo Crystal? Jeder weiß um die Gefahr, was Crystal, was die Droge mit den Menschen macht und dass sie halt auch bis zum Tod führen kann. Weil sie wie Jenny hilflos sind und Unterstützung suchen, treffen sich in Altenburg regelmäßig besorgte Eltern von Crystal-Süchtigen. Der Sohn von Uwe hat mit 15 angefangen. Seit 20 Jahren ist er nun schon abhängig. Wenn ich auch in Freundeskreisen bin, die sagen dann auch immer, na, ihr habt doch bestimmt irgendwas in der Erziehung falsch gemacht. Irgendwas ist da schiefgelaufen oder so. Das sehe ich nicht so. Wir haben zwei Kinder und das eine Kind ist ganz normal und hat eine ganz normale Ausbildung, ist gut in der Arbeit, hat eine ordentliche Familie aufgebaut, lebt ein ganz normales Stino-Leben ohne Auffälligkeiten und mit viel Halluzinationen. Besonders im Gehirn richtet Crystal massive Schäden an. Unser Problem bei Methamphetamin-Usern ist, dass das Gehirn irreparable Schäden erleidet. Wir haben hier eine Funktionsaufnahme, das heißt Sauerstoffverwertungsaufnahme des Gehirnes von einem Methamphetamin-Benutzer und einem normalen Menschen. Was wir sehr schnell sehen, der normale Mensch hat hier sehr viel Aktivität in den Teilen des Gehirns, die die Bewegung organisieren. Das ist hier einen Monat nach der Entzugsbehandlung nahezu komplett weg. Und auch hier nach einem Jahr wird es nur teilweise repariert. Und damit haben wir es eigentlich schon mit Dauerschäden zu tun. Chantal bekommt die Folgen zu spüren. Sie leidet unter Verfolgungswahn, verliert Gewicht und immer öfter die Kontrolle über sich. Es war tatsächlich so, dass ich vor meiner Tochter Angst hatte. Und wenn sie sozusagen drauf war, hat sie sich vor mir aufgebaut und ist halt auch richtig der aggressive Blick, der aggressive Ton, die Gestik ging richtig aggressiv. Es war eine Scheißzeit, es war eine absolute Scheißzeit. Ich habe richtig Angst um meine Tochter gehabt, dass sie irgendwann das so außer Kontrolle gerät, dass sie irgendwo an den Plätzen da, wo die konsumiert oder bei irgendwelchen Freunden oder Kumpels, wo sie da gerade wieder war, dass sie da stirbt, dass sie... Also Entschuldigung, ich muss das jetzt so sagen, dass sie da elendig verreckt. Jenny sucht Hilfe, wendet sich an verschiedene Stellen, auch ans Jugendamt. Ihr Ziel? Sie möchte, dass ihre minderjährige Tochter zwangseingewiesen wird und endlich eine Therapie macht. Da wurde mir vom Jugendamt als auch vom Familienrichter dieser Stadt mitgeteilt, dass Kinder und Jugendliche, die Crystal konsumieren, halt nur
zwangseingewiesen werden in die Therapie, wenn sie für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hallo Christel, jeder weiß um die Gefahr, was Christel, was die Droge mit den Menschen macht und dass sie halt auch bis zum Tod führen kann. Weil sie wie Jenny hilflos sind und Unterstützung suchen, treffen sich in Altenburg regelmäßig besorgte Eltern von Crystal-Süchtigen. Der Sohn von Uwe hat mit 15 angefangen. Seit 20 Jahren ist er nun schon abhängig. Wenn ich auch in Freundeskreisen bin, die sagen dann auch immer, na, ihr habt doch bestimmt irgendwas in der Erziehung falsch gemacht. Irgendwas ist da schiefgelaufen oder so. Aber das sehe ich nicht so. Wir haben zwei Kinder und das eine Kind ist ganz normal und hat eine ganz normale Ausbildung, ist gut in der Arbeit, hat eine ordentliche Familie aufgebaut, lebt ein ganz normales Stino-Leben ohne Auffälligkeiten und mit vielen Interessen. Und der andere ist aus dem gleichen Elternhaus, kommt mit den gleichen Voraussetzungen und aus dem ist so illegal Geld zu machen. Mit ihnen kommen die Gewalt, die Waffen, die Korruption und auch der Menschenhandel. Crystal erobert die Welt. In Deutschland wird bisher zu wenig gegen die drohende Gefahr unternommen. Glück, auf eine gute Schule in einem angesehenen Stadtteil gehen zu dürfen. Auf der Schule beginnt für Karen der Weg in die Sucht. Sie hat wenig Freunde, trifft dann ein Mädchen, das sie bewundert. Sie war nett und cool, hatte viele Freunde und ging auf Partys. Wir waren schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten drei Monate habe ich $6,000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum, wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Die haben uns bestohlen, uns bedroht. Da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hör auf mit den Drogen oder hau ab. Und sie sagte, leck mich, und ging. Ron, der jahrelang selbst als Polizist in Los Angeles auf den Straßen unterwegs war, fängt an, seine Tochter zu suchen. 2 oder 3 Monate später sah ich sie am Haus eines Drogendealers. Ich dachte, dass sie sich prostituierte. In dieser Nacht bekam ich einen Herzinfarkt. Karen besuchte mich im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wusste. Ich wollte sie umarmen, dachte, wow, vielleicht kommt sie zu uns zurück. Aber sie sah mich nur an, schüttelte ihren Kopf und ging raus. In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie mehr lebend wiedersehen werde. Nach 2 Wochen bekamen wir einen Anruf von einem Pfarrer. Er sagte, dass Karen einen Selbstmordversuch überlebt habe und sich helfen lassen möchte. 2 Jahre unterzieht sich seine Tochter einer Behandlung. Über $200,000 investiert die Familie dafür. Mit Erfolg. Karen gelingt Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6,000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum, wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte.
Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack. Habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Die haben uns bestohlen, uns bedroht. Da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hör auf mit den Drogen oder hau ab. Und sie sagte, leck mich, und ging. Ron, der jahrelang selbst als Polizist in Los Angeles auf den Straßen unterwegs war, fängt an, seine Tochter zu suchen. 2 oder 3 Monate später sah ich sie am Haus eines Drogendealers. Ich dachte, dass sie sich prostituierte. In dieser Nacht bekam ich einen Herzinfarkt. Karen besuchte mich im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wusste. Ich wollte sie umarmen, dachte, wow, vielleicht kommt sie zu uns zurück. Aber sie sah mich nur an, schüttelte ihren Kopf und ging raus. In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie mehr lebend wiedersehen werde. Nach 2 Wochen bekamen wir einen Anruf von einem Pfarrer. Er sagte, dass Karen einen Selbstmordversuch überlebt habe und sich helfen lassen möchte. 2 Jahre unterzieht sich seine Tochter einer Behandlung. Über $200.000 investiert die Familie dafür. Mit Erfolg. Karen gelingt der Absprung. Ich fing an, in Schulen unsere Geschichte zu erzählen, dann auch in unserer Kirche. Und ich erfuhr, dass 8 Familien das Gleiche durchmachten wie wir. Und wir dachten, wir wären allein. Immer mehr Minderjährige begannen damals, Crystal zu konsumieren. Im Jahr 2000 waren 13% der Jugendlichen in Montana süchtig. Hauptursache dafür? Die Droge und deren Gefahren waren schlichtweg nicht bekannt. In Umfragen erklärt jeweils 1/3 der Minderjährigen, dass Crystal für sie ganz einfach zu bekommen sei. Dass sie Crystal-Konsumenten kennen und dass sie Crystal nicht als ernsthaftes Risiko wahrnehmen. Milligramm. So geht es auch bei Chantal los. Pro Gramm zahlt sie bis zu 80 Euro. Am Anfang reicht ihr das für eine Woche. Bald braucht die ehemalige Schulsprecherin diese Menge täglich. Aber warum? Was macht Crystal mit dem Körper? Zu Beginn wirkt es wie ein Energieschock. Es unterdrückt das Schmerzempfinden, das Hunger-, Durst- und Schlafbedürfnis. Die Konsumenten sind tagelang wach. Es ist eine Substanz, die im Gehirn in relativ kurzer Zeit massiv Dopamin, Noradrenalin, Serotonin freisetzt. Dopamin ist ja als allgemeines Glückshormon bekannt. Auch das Serotonin macht ja eher ein wohliges Gefühl. Crystal ist höchst wirksam. Das Problem, je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Klassische Spätfolgen von Crystal-Abhängigkeit ist die massive Akne. Das heißt, die massive Zerstörung der Haut mit schweren Schäden am Zahn, im gesamten Zahn- und Mundbereich, mit Parodontose, Ausfall von Zähnen. Wenn man nach unten weitergeht, kommen dann Herzschädigungen, es kommen Leberschäden, es kommen Nierenschäden, gerade Nierenschäden mit späterer Krebsfolge. Also viele dieser Patienten sterben später dann auch an Krebs. Die Bewegungsstörungen, Koordinationsstörungen, unsicherer Stand, das sind sozusagen die körperlichen Schäden. Hinzu kommen Depressionen, Psychosen, Halluzinationen. Besonders im Gehirn richtet Crystal massive Schäden an. Unser Problem bei Methamphetamin-Usern ist, dass das Gehirn irreparable Schäden erleidet. Wir haben hier eine Funktionsaufnahme, das heißt Sauerstoffverwertungsaufnahme des Gehirnes von einem Methamphetamin Benutzer und einem normalen Menschen. Was wir sehr schnell sehen, der normale Mensch hat hier sehr viel Aktivität in den Teilen des Gehirns, die die Bewegung organisieren. Das ist hier einen Monat nach der Entzugsbehandlung nahezu komplett weg. Und auch hier nach einem Jahr wird es nur teilweise repariert. Und damit haben wir es eigentlich schon mit Dauerschäden zu tun. Chantal bekommt die Folgen zu spüren. Sie leidet unter Verfolgungswahn, verliert Gewicht und immer öfter die Kontrolle über sich. Es war tatsächlich so, dass ich vor meiner Tochter Angst hatte. Und wenn sie sozusagen drauf war, hat sie sich vor mir aufgebaut und ist halt auch richtig der aggressive Blick, der aggressive Ton,
die Gestik ging richtig aggressiv. Es war eine Scheißzeit, es war eine absolute Scheißzeit. Ich habe richtig Angst um meine Tochter gehabt, dass sie irgendwann das so außer Kontrolle gerät, dass sie irgendwo an den Plätzen da, wo die konsumiert oder bei irgendwelchen Freunden oder Kumpels, wo sie da gerade wieder war, dass sie da stirbt, dass sie, also Entschuldigung, ich muss das jetzt so sagen, dass sie da... Von unten entgegen an der Hand von einer Frau, im Hemd und in der Strumpfhose und in Gummistiefeln und es war früher, also es war kalt auch. Und also früher hat sie sich die Strumpfhose angezogen und ihre Schuhe und ist, weil die Mama nicht wach geworden ist, einfach in unser Mehrgenerationshaus gegangen und hat gemalt. Und die Frau hat sie mir gebracht. Und dass da nichts passiert ist, dass das Kind das auch so weggesteckt hat, das kann ich bis heute nur als riesengroßes Glück bezeichnen. Dass diese Zeit für Sabrina und Lucy relativ glimpflich ausgegangen ist, dazu haben die Behörden beigetragen. 2010 steht die Polizei vor ihrer Tür und eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die hat sich mit mir auf meine Couch gesetzt und hat gesagt, wir nehmen Ihnen Ihre Kinder jetzt weg. Die sind hier gefährdet, das ist kein Umfeld für sie. Ich war halt auch nicht, und das hat sie mir auch so gesagt, sie sind nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu versorgen. Das war auch so, also dem konnte ich nicht widersprechen. Und weil ich war ja völlig hysterisch dann auch. Also als sie mir gesagt hat, sie nimmt jetzt beide Kinder mit, dann da hat es bei mir ausgesetzt, da war ich völlig hysterisch. Und die hat die dann, ich durfte die Lucy im Auto noch mit wegfahren. Und das war eigentlich der schlimmste Moment von der ganzen Sache. Der Moment, in dem du sie in das fremde Bett legst und gehen musst, obwohl sie brüllt, das ist der allerschlimmste Moment. Der Auflage, eine Therapie zu machen, bekommt sie Lucy nach 3 Monaten wieder. Ihr Sohn Max wird bei der Großmutter untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Crystalsucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Es hat sich relativ schnell wieder nur ums Crystal gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Crystal schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. Das sind schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6,000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum. Wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Die haben uns bestohlen, uns bedroht. Da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hör auf mit den Drogen oder hau ab. Und sie sagte, leck mich, und ging. She told me to F off and walked out the door. Ron, der jahrelang selbst als Polizist in Los Angeles auf den Straßen unterwegs war, fängt an, seine Tochter zu suchen.
Zwei oder drei Monate später sah ich sie am Haus eines Drogendealers. Ich dachte, dass sie sich prostituierte. In dieser Nacht bekam ich einen Herzinfarkt. Karen besuchte mich im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wusste. Ich wollte sie umarmen, dachte, wow, vielleicht kommt sie zu uns zurück. Aber sie sah mich nur an, schüttelte ihren Kopf und ging raus. In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie mehr lebend wiedersehen werde. Nach zwei Wochen bekamen wir einen Anruf von einem Pfarrer. Er sagte, dass Karen einen Selbstmordversuch überlebt habe und sich helfen lassen möchte. Zwei Jahre unterzieht sich seine Tochter einer Behandlung. Über 200.000 Dollar investiert die Familie dafür. Mit Erfolg. Karen gelingt der Absprung. Ich fing an, in Schulen unsere Geschichte zu erzählen, dann auch in unserer Kirche. Und ich erfuhr, dass 8 Familien das Gleiche durchmachten wie wir. Und wir dachten, wir wären allein. Immer mehr Minderjährige begannen damals, Crystal zu konsumieren. Im Jahr 2000 waren 13% der Jugendlichen in Montana süchtig. Hauptursache dafür? Die Droge und deren Gefahren waren schlichtweg nicht bekannt. In Umfragen erklärt jeweils ein Drittel der Minderjährigen, dass Crystal für sie ganz einfach zu bekommen sei. Dass sie Crystal-Konsumenten kennen und dass sie Crystal nicht als ernsthaft... ...indem ich halt viel arbeiten war. Also den Vorwurf, den mache ich mir schon. Mein Bruder und ich, wir waren halt oft alleine. Und da habe ich dann halt immer mein Ding gemacht. Und da habe ich dann halt immer Leute zu mir eingeladen. Und dann habe ich schon das erste Mal gekifft mit denen. Das fand ich relativ lustig. Und habe dann halt immer weiter gekifft. Damals ist Chantal 12. Ich bin da auch von mir ausgegangen. Meine Mutti hat mir verboten, rauche ja nicht. Und dann hat man es erst recht gemacht. So, und ich habe halt zu meiner Tochter gesagt, versuch's, aber nicht permanent. Wenn das mal passiert, dass du ein Tütchen rauchst, okay, kann ich nichts machen. Weil ich zu diesem Zeitpunkt null gedacht habe, dass es eine Einstiegsdroge sein könnte. So, mittlerweile denke ich anders. Als Chantal 13 ist, bietet ihr Freund ihr Crystal an. Aus Neugier probiert sie und wird sofort süchtig. Irgendwann war es halt dann so, dass ich mir gedacht habe, so, ich kann sie jetzt öfters machen und so. War dann auch mit Crystal auf der Schule, also mit Crystal in der Schule auf Crystal. Und habe es dann auch auf Toilette konsumiert in der Schulzeit. Und bin dann auch zeitweise, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Schule hatte, losgemacht einfach im Unterricht. Es ist bei uns in der Stadt allgemein bekannt, dass da Crystal konsumiert wird, gerade unter den Jugendlichen. Und habe sie dann gefragt, ob sie konsumiert, und sie hat das natürlich verneint. Das ging über Wochen, Monate hinweg so. Na, und als ich mir dann ganz sicher war, habe ich sie dann quasi zur Rede auch gestellt. Sie hat zugegeben, dass sie Crystal konsumiert, wollte es aber für sich selber nicht wahrhaben, dass es süchtig ist. Die Einstiegsdosis liegt bei 100 Milligramm. So geht es auch bei Chantal los. Pro Gramm zahlt sie bis zu 80 Euro. Am Anfang reicht ihr das für eine Woche. Bald braucht die ehemalige Schulsprecherin diese Menge täglich. Aber warum? Was macht Crystal mit dem Körper? Zu Beginn wirkt es wie ein Energieschock. Es unterdrückt das Schmerzempfinden, das Hunger-, Durst- und Schlafbedürfnis. Die Konsumenten sind tagelang wach. Es ist eine Substanz, die im Gehirn in relativ kurzer Zeit massiv Dopamin, Noradrenalin, Serotonin freisetzt. Dopamin ist ja als allgemeines Glückshormon bekannt. Auch das Serotonin macht ja eher ein wohliges Gefühl. Crystal ist höchst wirksam. Das Problem? Je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Klassische Spätfolgen von Crystal-Abhängigkeit ist die massive Akne, das heißt die massive Zerstörung der Haut mit schweren Schäden am Zahn, im gesamten Zahn- und Mundbereich, mit Parodontose, Ausfall von Zähnen. Wenn man nach unten weiter... Sarah war die zweifache Mutter schwer abhängig. Angefangen hat sie kurz nach der Geburt von Tochter Lucy. Das sind ja die Jahre, die ja prägen, ne? Von 1 bis 3, sag ich mal, sind ja die Jahre, die wichtig sind, auch für die spätere Entwicklung. Und in der Zeit hat Lucy halt nicht gelernt, dass sie eine Mutter hat, die immer für sie da ist, die ihr Schutz gibt und die ihr die sie liebt. Also Liebe hat die, glaube ich, schon immer bekommen, aber... Lucy war ganz oft für sich alleine, also mit sich alleine, und
Ja, ich habe halt durch das Crystal die wichtigste Zeit verschenkt. Das fällt mir jetzt erst auf, das kann man ja auch nicht wieder aufholen. Lucy ist Sabrinas zweites Kind. Mit 19 wird sie zum ersten Mal schwanger. 2003 kommt Sohn Max zur Welt. 9 Jahre hält die Beziehung zum Vater des Kindes. Dann zerbricht sie. Und ich bin dann in eine Beziehung gekommen. Lebensmittel drin war, das nicht unter Rezeptpflicht gestellt wurde. Die waren in den USA frei verfügbar. Auch in Deutschland ist es so, dass sie diese Medikamente in der Apotheke kaufen können. Aber eigentlich gehört auch in Deutschland ephedrinhaltige Substanzen unter die Rezeptpflicht. Allein in Bayern sind mittlerweile fast 700 Polizisten ausschließlich mit dem Kampf gegen Crystal beschäftigt. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie 44 Labore ausgehoben, Tendenz steigend. Und Hertel Petri sieht einen weiteren Faktor, der zum Boom der Droge beigetragen hat. Die mehrfach preisgekrönte US-Fernsehserie Breaking Bad. Held ist ein krebskranker Lehrer, der durch das Kochen und Verkaufen von Crystal Millionen verdient. Die Mehrzahl von uns wird ja sagen, dass Breaking Bad, also so wie das Crystal da dargestellt wird, abstoßend ist, dass da keiner von uns auf die Idee kommen würde, das einzunehmen. Aber Menschen, die sich mit diesen Protagonisten, dieses Captain Cook, der dort kocht, identifizieren können, die das Gefühl haben, dass sie es nicht schaffen, in der Gesellschaft sonst zurechtzukommen, die haben dann eine Identifikationsfigur. Es muss uns klar sein, es gibt diejenigen, die sich dadurch angesprochen fühlen. Mit Leichtigkeit, ganz viel Geld zu machen. So wie Dominik. Auch er hat davon geträumt, mit der Droge Millionen zu verdienen. Jahrelang hat er Crystal nicht nur konsumiert, sondern auch damit gedealt. In der Schule war ich ja der Außenseiter. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Und auf Crystal war ich auf einmal der, der im Mittelpunkt stand. Crystal hat aus mir, einem kleinen Häufchen Elend, einen Superhelden gemacht. Und ähnlich wie in der Serie Breaking Bad hatte ich durch Crystal Geld, Freunde, Frauen, alles, was ich wollte. Besuch bei der Mutter in Nürnberg, seiner Heimatstadt. Ich war nah dran, den Kontakt zu dir abzubrechen, weil ich mit dieser Aggression mir gegenüber und uns allen gegenüber, ich bin nicht mehr klargekommen mit dir. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, ganz klar. Hätte strenger sein müssen, radikale Verbote aussprechen. Sucht einer Langzeittherapie zu. 6 Monate dauert die Behandlung. Rund 1 Jahr lebt sie mittlerweile ohne Crystal, ist von Altenburg weggezogen, hat den Kontakt zum alten Freundeskreis abgebrochen. Ein Neuanfang mit 17. Doch der Kampf geht immer weiter. Das zeigt auch das Beispiel der USA. Nachdem das Problem mit der Teufelsdroge bereits im Griff schien, überrollt jetzt eine noch größere Crystal-Welle das Land. Die mexikanischen Drogenkartelle haben jetzt den Markt für sich entdeckt. Sie haben Superlabore, in denen sie Crystal von extrem guter Qualität produzieren und es von dort aus in die USA und nach Montana bringen. Das ist ein Riesenproblem. Es ist das qualitativ hochwertigste Crystal aller Zeiten und wird so billig verkauft wie niemals zuvor. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem lokalen Crystal-Hersteller und einem internationalen Kartell. Die Mexikaner köpfen Menschen jeden Tag, um die Kontrolle über ein Gebiet zu bekommen. Diese Leute sind hardcore, sind schon immer im kriminellen Milieu, sind immer bereit, illegal Geld zu machen. Mit ihnen kommen die Gewalt, die Waffen, die Korruption und auch der Menschenhandel. Crystal erobert die Welt. In Deutschland wird bisher zu wenig gegen die drohende Gefahr unternommen. Glück, auf eine gute Schule in einem angesehenen Stadtteil gehen zu dürfen. Auf der Schule beginnt für Karen der Weg in die Sucht. Sie hat wenig Freunde, trifft dann ein Mädchen, das sie bewundert. Sie war nett und cool, hatte viele Freunde und ging auf Partys. Wir waren schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6.000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum. Wir brachen Autos auf.
klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist. Ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Sie war grauenhaft zu ihrer Mutter, kam kaum noch nach Hause. Und sie brachte diese richtig dreckigen, richtig bösen Jungs mit zu uns. Auch auf Toilette können sie mir jetzt in der Schulzeit. Und bin dann auch zeitweise, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Schule hatte, losgemacht einfach im Unterricht. Es ist bei uns in der Stadt allgemein bekannt, dass der Crystal konsumiert wird, gerade unter den Jugendlichen. Und habe sie dann gefragt, ob sie konsumiert, und sie hat das natürlich verneint. Das ging über Wochen und Monate hinweg so. Na, und als ich mir dann ganz sicher war, habe ich sie dann quasi zur Rede auch gestellt. Sie hat zugegeben, dass sie Crystal konsumiert, wollte es aber für sich selber nicht wahrhaben, dass es süchtig ist. Die Einstiegsdosis liegt bei 100 Milligramm. So geht es auch bei Chantal los. Pro Gramm zahlt sie bis zu 80 Euro. Am Anfang reicht ihr das für eine Woche. Bald braucht die ehemalige Schulsprecherin diese Menge täglich. Aber warum? Was macht Crystal mit dem Körper? Zu Beginn wirkt es wie ein Energieschock. Es unterdrückt das Schmerzempfinden, das Hunger-, Durst- und Schlafbedürfnis. Die Konsumenten sind tagelang wach. Es ist eine Substanz, die im Gehirn in relativ kurzer Zeit massiv Dopamin, Noradrenalin, Serotonin freisetzt. Dopamin ist ja als allgemeines Glückshormon bekannt. Auch das Serotonin macht ja eher ein wohliges Gefühl. Crystal ist höchst wirksam. Das Problem, je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Klassische Spätfolgen von Crystal-Abhängigkeit ist die massive Akne, das heißt die massive Zerstörung der Haut mit schweren Schäden am Zahn, im gesamten Zahn- und Mundbereich, mit Parodontose, Ausfall von Zähnen. Wenn man nach unten weitergeht, kommen dann Herzschädigungen, es kommen Leberschäden, es kommen Nierenschäden, gerade Nierenschäden mit späterer Krebsfolge. Also viele dieser Patienten sterben später dann auch an Krebs. Die Bewegungsstörungen, Koordinationsstörungen, unsicherer Stand, das sind sozusagen die körperlichen Schäden. Hinzu kommen Depressionen, Psychosen, Halluzinationen. Besonders im Gehirn richtet Crystal massive Schäden an. Unser Problem bei Methamphetamin-Usern ist, dass das Gehirn irreparable Schäden erleidet. Wir haben hier eine Funktionsaufnahme, das heißt Sauerstoffverwertungsaufnahme des Gehirnes von einem Methamphetamin-Benutzer und einem normalen Menschen. Was wir sehr schnell sehen, der normale Mensch hat hier sehr viel Aktivität in den Teilen des Gehirns, die die Bewegung organisieren. Das ist hier einen Monat nach der Entzugsbehandlung nahezu komplett weg. Und auch hier nach einem Jahr wird es nur teilweise repariert. Und damit haben wir es eigentlich schon mit Dauerschäden zu tun. Chantal bekommt die Folgen zu spüren. Sie leidet unter Verfolgungswahn, verliert Gewicht und immer öfter. In Strumpfhose und in Gummistiefeln. Und es war früher, also es war kalt auch. Und also früher hat sie sich die Strumpfhose angezogen und ihre Schuhe. Und es, weil die Mama nicht wach geworden ist, einfach in unser Mehrgenerationshaus gegangen und hat gemalt. Und die Frau hat sie mir gebracht. Und dass da nichts passiert ist, dass das Kind das auch so weggesteckt hat, das kann ich bis heute nur als riesengroßes Glück bezeichnen. Dass diese Zeit für Sabrina und Lucy relativ glimpflich ausgegangen ist, dazu haben die Behörden beigetragen. 2010 steht die Polizei vor ihrer Tür und eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die hat sich mit mir auf meine Couch gesetzt und hat gesagt, wir nehmen ihnen ihre Kinder jetzt weg. Die sind hier gefährdet, das ist kein Umfeld für sie. Ich war halt auch nicht, und das hat sie mir auch so gesagt, sie sind nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu versorgen. Das war auch so, also dem konnte ich nicht widersprechen. Und weil ich war ja völlig hysterisch dann auch. Also als sie mir gesagt hat, sie nimmt jetzt beide Kinder mit, dann da hat es bei mir ausgesetzt, da war ich völlig hysterisch. Und die hat die dann, ich durfte die Lucy im Auto noch mit wegfahren. Und das war eigentlich der schlimmste Moment von der ganzen Sache. Der Moment, in dem du sie in das fremde Bett legst und gehen musst, obwohl sie brüllt, das ist der allerschlimmste Moment.
Der Auflage, eine Therapie zu machen, bekommt sie Lucy nach 3 Monaten wieder. Ihr Sohn Max wird bei der Großmutter untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Crystal-Sucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Es hat sich relativ schnell wieder nur ums Crystal gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Crystal schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. This isn't normal. Vor allem auch in der Kriminalität. Immer mehr Leute sind in Häuser eingebrochen, haben Diebstähle begangen, um ihre Crystal-Sucht zu stillen. Und wir haben überall Labore entdeckt, in denen Crystal hergestellt wurde. Die Leute haben das zu Hause gemacht. Dabei sind Häuser explodiert, Menschen haben sich vergiftet, haben diese hochgiftigen Chemikalien einfach weggeschmissen. Vor allem Minderjährige verfallen der Droge. Dazu gehört auch Karen. Als ich schließlich am Ende war, hatte ich 6 Monate konsumiert. Ich hatte meine Familie verloren. Ich hatte all meine Freunde verloren. Hatte meine Selbstachtung verloren und hatte fast keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Ich hasste die Person, zu der ich durch die Droge geworden war. Ich erinnere mich, wie ich damals in den Spiegel schaute. Ich fühlte mich, als ob ich schon tot wäre. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe, mich umzubringen. Ihre Geschichte wird zum Auslöser des Präventionsprojektes. Die 30-Jährige wächst in Montana auf, kommt aus gutem Elternhaus. Meine Kindheit war wunderbar. Wir lebten auf dem Land. Ich hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und wir hatten eine kleine Farm mit Kühen, Hühnern, einem Hund und Katzen. Es war wie auf einer Mary Poppins Farm. Es war fantastisch. So wie ich es mir für meine Kinder wünschen würde. Ich hatte das Glück, auf eine gute Schule in einem angesehenen Stadtteil gehen zu dürfen. Auf der Schule beginnt für Karen der Weg in die Sucht. Sie hat wenig Freunde. Trifft dann ein Mädchen, das sie bewundert. Sie war nett und cool, hatte viele Freunde und ging auf Partys. Wir waren schnell Freunde. Die neue Freundin nimmt Karen mit auf eine Party. Dort probiert die damals 16-Jährige zum ersten Mal Crystal. Sie ist sofort abhängig und stürzt innerhalb weniger Wochen völlig ab. Innerhalb der ersten 3 Monate habe ich $6,000 ausgegeben. Ich habe mein ganzes Erspartes verbraucht. Ich habe mein Auto verscherbelt, habe Geld von meinen Eltern geklaut, um das Crystal bezahlen zu können. Ich hing mit Freunden rum. Wir brachen Autos auf, klauten die Radios und was es sonst noch in den Autos gab und verkauften das alles. Und als das alles nicht mehr reichte, habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Als Crystal in unser Leben kam, brach die Hölle aus. Es war das Hässlichste, was ich jemals gesehen hatte. Ich war Polizist, ich kannte Junkies und das ganze Pack, habe unzählige davon hinter Gitter gebracht. Jetzt hatte ich ein Kind zu Hause, das Drogen nimmt. Und das war eigentlich der schlimmste Moment von der ganzen Sache. Der Moment, in dem du sie in das fremde Bett legst und gehen musst, obwohl sie brüllt, das ist der allerschlimmste Moment.
Der Auflage, eine Therapie zu machen, bekommt sie Lucy nach 3 Monaten wieder. Ihr Sohn Max wird bei der Großmutter untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Crystal-Sucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Ich hatte sich relativ schnell wieder nur ums Crystal gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Crystal schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. This isn't normal. But on meth, it is. Let's go! Let's go! Come on! Entstanden ist das Projekt in Montana. Der Bundesstaat ist besonders betroffen. Brian Lockerbie vom Justizministerium arbeitet zu dieser Zeit als verdeckter Ermittler. Als Crystal aufkam, hat uns das überrollt. Im Jahr 2000 ist das regelrecht explodiert. Das hatte nicht nur im sozialen Bereich Folgen, sondern vor allem auch in der Kriminalität. Immer mehr Leute sind in Häuser eingebrochen, haben Diebstähle begangen, um ihre Crystal-Sucht zu stillen. Und wir haben überall Labore entdeckt, in denen Crystal hergestellt wurde. Die Leute haben das zu Hause gemacht. Dabei sind Häuser explodiert, Menschen haben sich vergiftet, haben diese hochgiftigen Chemikalien einfach weggeschmissen. Vor allem Minderjährige verfallen der Droge. Dazu gehört auch Karen. Kindern. Und wir können auch sagen, dass ein gewisses Risiko dafür da ist, dass Kinder versterben können während der Schwangerschaft. Weil die Mutter das verdrängt, weil sie es nicht erkennen kann oder weil sie selbst im Drogenrausch, Frühgeburtsbestrebungen nicht erkennen. Auch Sabrina hat Crystal genommen. 4 Jahre war die zweifache Mutter schwer abhängig. Angefangen hat sie kurz nach der Geburt von Tochter Lucy. Das sind ja die Jahre, die ja prägen, ne? Von 1 bis 3, sag ich mal, sind ja die Jahre, die wichtig sind, auch für die spätere Entwicklung. Und in der Zeit hat Lucy halt nicht gelernt, dass sie eine Mutter hat, die immer für sie da ist, die ihr Schutz gibt und die ihr, die sie liebt. Also Liebe hat die, glaube ich, schon immer bekommen, aber Lucy war ganz oft für sich alleine, also mit sich alleine. Und ja, ich habe halt durch das Crystal die wichtigste Zeit verschenkt. Das fällt mir jetzt erst auf, das kann man ja auch nicht wieder aufholen. Lucy ist Sabrinas 2. Kind. Mit 19 wird sie zum ersten Mal schwanger. 2003 kommt Sohn Max zur Welt. 9 Jahre hält die Beziehung zum Vater des Kindes. Dann zerbricht sie. Und ich bin dann in eine Beziehung gekommen. Lebensmittel drin war, das nicht unter Rezeptpflicht gestellt wurde. Die waren in den USA frei verfügbar. Auch in Deutschland ist es so, dass sie diese Medikamente in der Apotheke kaufen können. Aber eigentlich gehört auch in Deutschland ephedrinhaltige Substanzen unter die Rezeptpflicht. Allein in Bayern sind mittlerweile fast 700 Polizisten ausschließlich mit dem Kampf gegen Crystal beschäftigt. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie 44 Labore ausgehoben, Tendenz steigend. Und Hertel Petri sieht einen weiteren Faktor, der zum Boom der Droge beigetragen hat. Die mehrfach preisgekrönte US-Fernsehserie Breaking Bad. Held ist ein krebskranker Lehrer, der durch das Kochen und Verkaufen von Crystal Millionen verdient.
Die Mehrzahl von uns wird ja sagen, dass Breaking Bad, also so wie das Crystal da dargestellt wird, abstoßend ist, dass da keiner von uns auf die Idee kommen würde, das einzunehmen. Aber Menschen, die sich mit diesen Protagonisten, dieses Captain Cook, der dort kocht, identifizieren können, die das Gefühl haben, dass sie es nicht schaffen, in der Gesellschaft sonst zurechtzukommen, die haben dann eine Identifikationsfigur. Es muss uns klar sein, es gibt diejenigen, die sich dadurch angesprochen fühlen. Mit Leichtigkeit, ganz viel Geld zu machen. So wie Dominik. Auch er hat davon geträumt, mit der Droge Millionen zu verdienen. Jahrelang hat er Crystal nicht nur konsumiert, sondern auch damit gedealt. In der Schule war ich der Außenseiter. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Und auf Crystal war ich auf einmal der, der im Mittelpunkt stand. Crystal hat aus mir in einem kleinen Häufchen Elend einen Superhelden gemacht. Und ähnlich wie in der Serie Breaking Bad hatte ich durch Crystal Geld, Freunde, Frauen, alles, was ich wollte. Die Wangen gelaufen sind, weil sie einfach von dem, was um sie herum passiert ist, an Natur, das geht ganz tief in die Seele rein. Natürlich die Begeisterung über die eigene Leistung, zu Fuß über die Alpen zu laufen, von Deutschland bis nach Italien, 7 Tage seinen Rucksack hoch niederzuschleppen, da hat man Respekt vor. Und wenn man sie dann geschafft hat, hat man natürlich auch einen unglaublichen Stolz, solche Grenzerfahrungen zu erleben und dann einfach zu spüren, sie können das ohne Hilfsmittel. Dieses Kickige und Schöne, das die Droge ihnen gibt, ist letztlich doch immer eine Geschichte, wo klar ist, es ist die Droge, es bin nicht ich. Und da über den Berg, da bist du das selber. Aus dem Projekt ist eine Klettergruppe entstanden, in der sich über den Berg Teilnehmer und Leute treffen, die noch nie mit Drogen zu tun hatten. Inklusionspartner, wie Wittmann sie nennt. Das ist eine Geschichte, die eine ganz tolle Qualität in sich birgt, weil das Drogenhilfssystem an der Stelle nichts zu bieten hat. Wir haben gute Therapien, wir haben gute Ansätze, die versuchen, aus der Krankheit rauszukommen, Abstand zu gewinnen. Aber dieses Hinterher, dieses legendäre, was passiert, wenn man die Käseglocke hochhebt nach der Therapie und die Leute wieder in die Gesellschaft entlässt, dann müssen die sich ja eigentlich ein neues Umfeld aufbauen. Die müssen ja raus aus diesem Drogenmilieu, die müssen sich neue Freunde suchen, neue Bekannte. Und das redet sich unglaublich leicht, ist aber wahnsinnig schwierig. Einmal der Droge verfallen, ist es schwieriger als bei allen anderen Rauschmitteln, wieder von ihr loszukommen. Von denen, die es versuchen und sich in Therapie begeben, werden 75% wieder rückfällig. Auch Sabrina hatte mehrere Rückfälle. Gerade ist sie aber drogenfrei und auf einem guten Weg. Denn sie hat erkannt, dass sie und ihre Tochter nur eine Chance haben, wenn sie alle Kontakte abbricht, ein neues Leben beginnt. Im Wendepunkt, einem Suchthilfezentrum zur Eingliederung für Mutter und Kind mit Drogenvergangenheit, gelingt ihr das bisher. Seit über einem Jahr ist sie clean, doch sie gilt als Ausnahme. Genau wie Chantal, die wegen der Crystal-Sucht von ihrer Mutter rausgeschmissen wurde. Für die damals 16-Jährige ist das der Auslöser auf dem Weg in ein Leben ohne Drogen. Wenn ich heute so zurückgucke und den Rausschmiss so nachdenke, dann denke ich auf jeden Fall, dass es die richtige Entscheidung von meiner Mutter war, weil es mir die Augen geöffnet hat. 14 Tage später meldet sie sich und stimmt nach 3 Jahren Sucht einer Langzeittherapie zu. 6 Monate dauert die Behandlung. Rund ein Jahr lebt sie mittlerweile ohne Crystal, ist von Altenburg weggezogen, hat den Kontakt zum alten Freundeskreis abgebrochen. Ein Neuanfang mit 17. Doch der Kampf geht immer weiter. Das zeigt auch das Beispiel der USA. Nachdem das Problem mit der Teufelsdroge bereits im Griff schien, überholt jetzt eine noch größere Crystal-Welle das Land. Die mexikanischen Drogenkartelle haben jetzt den Markt für sich entdeckt. Sie haben Superlabore, in denen sie Crystal von extrem guter Qualität produzieren. Lösungen finden. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Meine Mutter war sehr liebevoll zu mir und meinem kleinen Bruder, hat sich immer bemüht, dass uns an nichts fehlt. Mein Papa hat den ganzen Tag gearbeitet, hat das Geld uns angebracht. Gleichzeitig war mein Vater aber so für mich immer so was wie ein Vorbild. Also er war für mich der Größte. Es ging sogar so weit, dass ich in der 7. Klasse einen Aufsatz über ihn geschrieben habe. Thema war, wie ich einmal sein möchte. Und dann habe ich eben meinen Vater so als Held genommen. Dass Crystal ihn mal dazu bringen wird, seinen Vater zu bestehlen, niemals hätte Dominik das für möglich gehalten. Der Ursprung seiner Drogensucht liegt in der Pubertät. Dominik ist sehr klein, wird gemobbt, fühlt sich als Außenseiter. Als ein guter Freund ihm Crystal anbietet, wird der damals 16-Jährige schwach. Er hat immer gekifft. So, und Kiffen, der hat mir auch öfter angeboten, mal durch die Bong zu rauchen und so. Das war mir aber irgendwie immer alles ein bisschen suspekt. Das Ausschlaggebende für mich, dass ich es probiert habe, war, dass er mir gesagt hat, dass er seine Computerspiele dafür verkauft hat. Und er war ein ziemlicher Computerspiele-Freak. Es hat mir alle Angst genommen.
Von da an sucht er immer wieder diesen Kick. Für ein Gramm zahlt er rund 80 Euro. Beim ersten Konsum war ich sofort 3 Tage wach. Und als ich das dann immer öfter und größere Dosen zu mir genommen habe, war ich fast ein komplettes halbes Jahr immer Montag bis Samstag wach. Sonntag war dann der totale Knockout. Da habe ich von Sonntag früh bis Montag früh geschlafen. Meine Eltern konnten mich auch gar nicht wecken, weil wir weggetreten, wie vom Auto überfahren. Und die längste Zeit waren 13 Tage am Stück. Dominik rutscht immer tiefer in die Szene. Er fängt an, mit der Droge zu dealen. Um Crystal in großen Mengen beschaffen zu können, braucht der damalige Kaufmannslehrling Geld. Der einfache Weg, um noch Geld dazu zu verdienen, war dann, in die Kasse von der Firma meines Vaters zu greifen. Irgendwann habe ich das dann auf täglich bis zu 300 Euro aus der Kasse raus. Und das fast über 1,5 Jahre. Über 30.000 Euro klaut er seinem Vater, besorgt sich damit die Droge aus Tschechien und über einen Großdealer aus Köln. Bei meiner ersten Fahrt habe ich dann 100 Gramm geholt, bei der zweiten dann schon 300, bei der dritten 500. Habe das dann auch jeden Tag verkauft. Ich habe mindestens 500 Euro am Tag verdient und höchstens im Höchstfall 1.500. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, die Polizei ist ihm auf den Fersen, hört sein Telefon ab. Anfang 2010 wird er auf einer Drogenfahrt verhaftet und zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gerichtssaal mussten wir alle uns erheben, als die Richterin kam. Sie hat dann angefangen vorzulesen, die ganzen Tatbestände. Und die hat gelesen und gelesen und gelesen. Es waren 14 oder 20 Anklagepunkte. Und in dem Moment habe ich gedacht, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Also untergebracht. Dort ist er bis heute. So lange, bis die 30-Jährige wieder stabil ist. Etablierte Therapien gegen Crystal-Sucht gibt es noch nicht. Die Rückfallquote liegt bei 90%. Auch Sabrina wird mehrmals rückfällig. Es hat sich relativ schnell wieder nur ums Crystal gedreht. Bin dann nach 1,5 Jahren nochmal beim Jugendamt negativ aufgefallen und darauf festgenagelt worden, eine Entgiftung zu machen, um die Lucy zu behalten. Also das stand bei mir immer auf der Kippe. Und das ging dann nochmal, ich glaube, 2,5 Jahre so weiter. Ich hatte einerseits den Willen aufzuhören und die Möglichkeit hatte ich auch nicht, weil mein ganzer Bekannten-, Freundeskreis, Wirkungskreis bestand ja nur aus Konsumenten. Crystal Meth. Die Hammerdroge überschwemmt unser Land. Laut Bundeskriminalamt wurden 2012 mehr als 2.500 Menschen erstmals wegen des Konsums auffällig. Eine Steigerung von über 200% innerhalb von nur 2 Jahren. Was kann man gegen die rasante Ausbreitung tun? Ein Blick in die USA. Hier begann der Kampf gegen Crystal schon vor über 10 Jahren. Mit Erfolg. Nachdem die Konsumentenzahlen dramatisch stiegen, gelang es durch ein außergewöhnliches Projekt, den Anstieg zu stoppen. Geholfen haben dabei schockierende Werbespots. This isn't normal. But on meth, it is. Let's go! Let's go! Come on! Entstanden ist das Projekt in Montana. Der Bundesstaat ist besonders betroffen. Brian Lockerbie vom Justizministerium arbeitet zu dieser Zeit als verdeckter Ermittler. Als Crystal aufkam, hat uns das überrollt. Im Jahr 2000 ist das regelrecht explodiert. Das hatte nicht nur im sozialen Bereich Folgen, sondern vor allem auch in der Kriminalität. Immer mehr Leute sind in Häuser eingebrochen, haben Diebstähle begangen, um ihre Crystal-Sucht zu stillen. Und wir haben überall Labore entdeckt, in denen Crystal hergestellt wurde. Die Leute haben das zu Hause gemacht. Dabei sind Häuser explodiert, Menschen haben sich vergiftet, haben diese hochgiftigen Chemikalien einfach weggeschmissen. Vor allem Minderjährige verfallen der Droge. Dazu gehört auch Karen. Als ich schließlich am Ende war, hatte ich 6 Monate konsumiert. Ich hatte meine Familie verloren. Ich hatte all meine Freunde verloren, hatte meine Selbstachtung verloren und hatte fast keine Hoffnung mehr für die Zukunft.